Kai aus Lampen von avantgarde.de. In diesem Astro-Special geht es um den neuen Mondknotentransit im Stier Skorpion. Ja. Jeder Mondknotentransit bringt neues Karma, neue karmische Aufgaben und Herausforderungen. Ja. Und in diesem Video gehe ich, nachdem ich einmal diesen Mondknoten, die Mondknotenachse kurz beschreibe, aber wirklich nur kurz, ja, einerseits auf die Auswirkungen auf die Gesellschaft ein, ja, mit welchen Themen werden wir uns kollektiv mehr befassen. Später im Video gehe ich dann auf alle Sternzeichen ein, da wirklich jedes Sternzeichen für sich, also wir alle natürlich auch privat in unserem Leben, ja, Fazit zu ziehen haben, etwas zu lernen haben. Ich empfehle aber wirklich, sich die Einleitung einmal anzuhören, insbesondere die gesellschaftlichen Auswirkungen, dann versteht man auch, ja, die Ausführungen später unter den Sternzeichen einfach besser. Wirklich alle Links und Timecodes findet ihr unten in der Infobox. Es gibt übrigens ja so einige Astro-Specials mittlerweile hier auf YouTube von mir. Abonniert gern meinen Kanal, ja, nicht vergessen, stöbert ein bisschen rum und ja, los geht's. Vom 23.12.2021 bis zum, ja, 12.07.2023 befinden sich die Mondknotenpunkte, die sogenannten Lunar Nodes, ja, auf der Stier-Skorpion-Achse. Zuvor waren die Mondknotenpunkte auf der Zwillinge-Schütze-Achse, ja. Manche Astrologen übrigens setzen den Start dieser Verschiebung, ja, von Zwillinge-Schütze zu Stier-Skorpion auf den 18. Januar 2022, also etwa 2 Wochen später. Das liegt an der unterschiedlichen Berechnung dieser Punkte. Ja. Einige Astrologen nutzen den sogenannten True Node, andere den sogenannten Mean Node. Ja. Das bleibt jedem Astrologen selbst überlassen. Es gibt hier kein richtig oder falsch an der Stelle. Ja. Also ab Dezember 2021 der Wechsel, der uns alle die nächsten 1,5 Jahre, ja, 1,5 Jahre karmisch neu prägt, gesellschaftlich und ganz persönlich. Eine neue Karma-Phase beginnt also. Wir spüren die Veränderung ja auch schon stets weitaus vorher. Zunächst, also einmal kurz zur Frage, Mondknotenpunkte, Achse, was ist das eigentlich? Hier mein Bild, ja, zur Veranschauung. Ihr seht die Erde in der Mitte, in Gelb, ja, durch die Mondknotenachse quasi gezogen ist, verbunden mit dem North Node, dem nördlichen Mondknoten, und dem südlichen Mondknoten, dem South Node, ja. Der nördliche Mondknoten wird auch Rahu oder Drachenkopf genannt, ein Begriff aus der vedischen Astrologie. Ihr seht daher auch den Drachen in der Mitte, ja, auf der Achse liegend. Im Bild unten der Kopf, Rahu, der dann also im Zeichen Stier ist. Nun im Bild oben der Drachenschwanz Ketu, der südliche Mondknoten oder South Node genannt, ja, der im entgegengesetzten Sternzeichen liegt, also entsprechend dann im Skorpion, ja. Mondknotenpunkte sind also keine Planeten, ja, sondern nur berechenbare Punkte, Drachenpunkte, wenn man so will, ja, oder eben Schnittpunkte, an denen sich die Sonnen- und Mondbahnen kreuzen, ja. Dazu muss man wissen, dass die Mondbahn gegen die Sonnenbahn, die wir Ekliptik nennen, ja, um ca. 5 Grad geneigt ist. Ja. Daher schneidet die Mondbahn in jedem Umlauf um die Erde die Ekliptik 2-mal. Ja. In aufsteigender Richtung Rahu und in absteigender Richtung Ketu. Ja. Die Mondknotenachse selbst rotiert dabei auch stets entgegen den Uhrzeigersinn. Ja, counterclockwise war Rahu zuvor eben im Zwillinge, verschiebt sich Rahu nun in den Stier statt in den Krebs. Ja, ist Rahu dann ab Dezember 2021 also im Stier, ist Ketu entsprechend im Skorpion. Ja. Finsternisse, ja, finden immer je nach der Mondknotenachse statt. Ja, die entsprechenden Finsternistermine im Stier-Skorpion seien hier auch einmal eingeblendet. Es werden insgesamt 7 an der Zahl Mond- und Sonnenfinsternisse im, ja, Stier und Skorpion. Hier erfolgen dann quasi auch entsprechend die karmischen Peaks. Ja. Zu Finsternissen selbst kann man auf avantgarde.de mehr lesen, ja, oder eben unter dem Link hier in der Infobox. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht wirklich zu technisch werden, Ihnen lediglich das Ganze mal bildlich veranschaulichen, ja, und Zusammenhänge aufzeigen. Ja. Wie wirken sich diese sogenannten Mondknotenpunkte, der nördliche und der südliche, nun auf uns aus? Ja. Nächste Frage. Also spirituell betrachtet sind karmische Ereignisse im Drachenschwanz, ja, meistens, man sagt, ja, durch den Satan getrübt, ja, bringen Leiden und, ja, fordern oft Opferung. Themen auch aus der tiefsten Vergangenheit können aufploppen, ja, die Klärung suchen. Grundsätzlich Dinge, die es zu transformieren gilt. Der Drachenkopf zeigt uns an,
wie wir aus diesen getrübten Erfahrungen etwas Gutes zaubern können, opfern dann dementsprechend auch gern, lassen los, um schlussendlich unsere Evolution voranzutreiben, ja. Und um das auch mal religiös auszudrücken, geht es hier mit dem Drachenkopf und dem Drachenschwanz gefühlt im Grunde genommen auch um eine Art Kreuzweg, den wir alle immer wieder gehen müssen, ja. In der Bibel, im Brief des Apostels Paulus an die Philipper, Kapitel 1 und 2, also ich führe die genauen Abschnitte oben mal an, wird diese Kraft besonders gut beschrieben. In der Aufforderung zum Glaubenskampf geht es hier auch darum, Vorbild in der Welt zu sein, mit dem, was man tut, erlebt, wie man damit umgeht für andere. Ja. Im Koran würde ich die Sure 3, die Sippe Imrams, Vers 175 bis 179 empfehlen. Hier wird die Prüfung durch den Satan erwähnt, was ebenfalls sehr gut zum Mondknotenthema passt. Nun sei aber auch erwähnt, dass es fatal wäre, den Nordmondknoten als ganz positiv und den südlichen Mondknoten als ganz negativ zu beschreiben oder problematisch, ja. Manche Astrologen schlagen sogar vor, sich in Richtung des Nordknotens zu bewegen und aber alle Eigenschaften des südlichen Mondknotens zu vermeiden, ja, als ob das möglich wäre. Also der südliche Mondknoten weist zwar auf ein Gebiet des Verlangens hin, aber eben auch auf massive Talente und Gaben, ja. Der Clou ist eben, diese Gaben richtig zu kanalisieren, damit sie letztlich aus diesen, auch wirklich für sich selbst vor allem einen Gewinn ziehen können, ihre tiefsten Wünsche sich erfüllen. Würden sie im südlichen Mondknoten bleiben und diesen Eigenschaften und diese nicht kanalisieren, würden Gaben oder Talente ersticken, will ich nicht sagen, aber sie würden ins Stocken geraten, ja. Ihre Leistungen würden einfach verpuffen, ja. Das gilt insbesondere für die Mondknotenplatzierung im Geburtshoroskop, ja, und die damit verbundene Lebensaufgabe, ja. Hier in diesem Video aber geht es nun um den aktuellen Mondknotentransit, der uns nicht eine Lebensaufgabe beschert, sondern nur eine weitere neue Entwicklung, ein weiterer Kreuzweg, wenn man so will, ja, innerhalb der kommenden 18 Monate. 18 Monate, so lange dauert, wie gesagt, ein Mondknotentransit. Jeder Transit steht für neue karmische Belange, karmische Begegnungen auch und Ereignisse, die einfach unter die Haut gehen können. Komplexe Themen, die unser Leben, unsere Zukunft ungemein prägen, auch unsere Gesellschaft, oder? Es geht schlichtweg einfach um Dinge, die wir wohl noch zu lernen haben, gesellschaftlich und privat, ja. Und nur zum besseren Verständnis. Im alten Transit, in der Zwillinge-Schütze-Phase, ja, die genauen Daten seien einmal auch kurz eingeblendet, haben wir uns anderthalb Jahre entsprechend mit Zwillinge-Belangen beschäftigt, kollektiv, ja, und auch Corona-bedingt vor allem, war das Atmen ein großes Thema. Zwillinge steht für Atemwege, auch für Hände, ja. Wir mussten dafür Schütze-Belangen aufgeben, das Ausland, Fliegen, Reisen, ja, auch Schulunterricht und so weiter. Mussten uns mit neuen Lern- und Kommunikationsmethoden befassen. Ja, ich habe zum Beispiel diesen YouTube-Kanal nun eröffnet, andere auch oder Ähnliches umgesetzt. Manche hatten gut zu tun, ja, mit, wie gesagt, Online-Schulen oder mit dem engsten Umfeld. Zwillinge selber waren in dieser Zeit auch federführend, ja, die uns privat oder gesellschaftlich prägten. Manchmal kommen karmische Veränderungen eben auch ganz natürlich, aus einem natürlichen Prozess heraus, ja, manchmal aber brauchen wir Schlüsselthemen, Schlüsselerlebnisse, Personen, ja, von unerwarteter und plötzlicher Natur, die uns aber helfen, quasi in eine Richtung schubsen, ja, die wir ohne diese nicht gesehen hätten, nicht, ja, gegangen wären, ja. Zu karmischen Begegnungen gibt's übrigens ein separates Special auf YouTube, da gehe ich konkret so auf karmische Schlüsselpersonen ein. Empfehle ich allen, ja, die inmitten so einer karmischen Beziehung stehen oder entstanden, ja. Ich verlinke es ebenfalls unten, so. Wir alle müssen und sollten uns mit dieser Stier-Skorpion-Energie nun auf neue Zeiten einstellen. Veränderungen, wie gesagt, sind ja jetzt schon spürbar. Gesundheitlich bringt der Stier auch einen anderen Schwerpunkt als der Zwillinge, ja. Der Mondknoten geht einfach stets unter die Haut, ja. Deshalb sind diese körperlichen Reaktionen nie auszuschließen, ja. Stiertypische Beschwerdezonen könnten, ja, oder werden sein. Gesichtszone, die Sinne, sehen, hören, schmecken, riechen, der Nacken, ja, die Halszone, Schlucken, der Kehlkopf, die Schilddrüse, Kiefer, Sprachorgane, Zähne, ja. Und auch der Blutkreislauf, ja. Ja, nimmt also körperliche Anzeichen ernst, ja. So, vor allem in diesen Bereichen.
könnten diese eben auch schnell einen chronischen oder einen andauernden Charakter bekommen. Von Bedeutung werden wohl auch entsprechend nun ja Stierpersönlichkeiten selbst sein, die uns gesellschaftlich und privat bereichern können und werden. Ja, Skorpione selbst werden in dieser Karma-Phase, um ja, weiterzukommen, wohl ja, etwas loslassen müssen, sich von bestimmten Dingen lösen, müssen vielleicht etwas opfern, aufgeben, aber alles eben ja für einen besseren und höheren Sinn. Gesellschaftlich geht es nun mit dieser Stierkraft letztlich darum, ja, unser Sicherheitsbedürfnis zu stärken, zu befriedigen, uns ja wieder schlichtweg wohler und sicherer zu fühlen im Leben, in unserer Haut, in unseren vier Wänden, auf der Straße, finanziell, politisch, als Frau, als Mann, ja, als Mensch. Ja. Ängste, Depressionen gilt es loszulassen, ja, auch Kontrollensüchte, also alle Formen eigentlich von Süchten, ja, auch sexuelle Süchte, ja. Tiefe Ängste, Emotion, Melancholie, Düsteres werden im besten Fall eben sinngebend kanalisiert und genutzt, ja, vielleicht künstlerisch kreativ und nicht, ja, um anderen zu schaden, ja, oder andere zu manipulieren. Subtiles, Verborgenes, ja, wie auch Darknet-Belange, also typisch Skorpion eben, ja, Dunkles, Extremes, auch keine dunkle Verbindung, ja, werden im besten Fall eben losgelassen für eine offenere und harmonische Welt. Geheimnisse, Geheimnistuereien finden ein Ende, ja. Wir hören auf, alles schwarz zu sehen, an Verschwörungen zu glauben, ja, die Welt geht noch nicht unter. Und vielleicht hinterfragen wir auch immer mehr, ja, auch die eigene Motivation. Ein Nordmondknoten im Stier mit Südmondknoten im Skorpion schenkt und setzt sich auch einen methodischen Zugang zu Problemen, Krisen, Herausforderungen, planbares, Strukturen. Ja. Die unbändige Neugier des Skorpions wird durch die vorsichtige Natur des Stiers ein bisschen gemildert, kanalisiert, um neue Ideen zu erforschen, insbesondere eben auch spirituelle. Ja. Leid und Trauer, was man selbst erlebt hat, kann nun eine Art Schatz werden. Man nutzt quasi seine Erfahrung, um anderen zu helfen und verdient vielleicht damit sogar jetzt seinen Lebensunterhalt. Ein düsteres Erlebnis führt damit erst ja, zu unserem eigentlichen Glück. Ja, Talente werden auch im besten Fall gut und gewinnbringend genutzt in dieser Phase. Plötzlich und unerwartet wird man Heimbesitzer, vorher noch vielleicht drogensüchtig oder prostituierend auf der Straße. Ja, alles ist möglich hier. Wir erwachen, ja, wie der Phönix aus der Asche, ja, Märchen werden wahr, die böse Hexe, der böse Wolf, ja, und dann aber die fabelhafte, sagenhafte Rettung, ja. Tiere, die Natur, unsere Umwelt zu schützen, bekommt natürlich langfristig mehr Priorität mit dieser Skorpion- und Stierkraft, vor allem, weil es hier auch zu großen, ja, Verlusten kommen kann, ja. So. Extreme Macht, Machtstrukturen werden zum Wohle aller viel optimiert, verbessert. Der Unterwelt, mafia-ähnlichen Strukturen wird der Kampf angesagt, ja. Die Wasserwelt, Meeresbelange, Brücken, Tunnelsysteme etc. bekommen vielleicht auch mehr Bedeutung. Aber auch Schiffs- und Meeresunglücke sind vermehrt natürlich zu erwarten. Ja, was noch? Blutspenden, ja, Organspenden könnte Thema werden, ja. Ja, um Leben zu retten letztendlich. Wir werden lernen, dass nicht alles Körperliche, auch Sex, ja, oder die materielle Fülle, Ansammlung von Gütern und Gegenständen, ja, unseren Wunsch nach Sicherheiten erfüllen kann, zumindest nicht langfristig, sondern werden verstehen, dass Sicherheiten, wahre Gewissheit im Herzen beginnt, ja, mit persönlichem Vertrauen, mit Stärkung des Selbstwertgefühls, ja. Es ist nicht das Geld an sich, ja, was wichtig ist, sondern unsere Lebensqualität, unsere Verbundenheit und Freude am Leben. Ja, es geht eher auch um den Aufbau einer Werteskala, mit der wir unsere persönlichen und finanziellen Ziele erreichen können. Ja. Aus Chaos, Katastrophen, ja, auch Erdbeben oder durch Überflutung, großen Kümmernissen, auch bösen Anfeindungen, Lügen, Intrigen, gemeine Machenschaften, Racheakten, ja, typisch Skorpion, typisch Pluto, ja, vergiss nicht, Pluto herrscht über die Skorpione, schöpfen wir letztlich Transformationskraft, die uns langfristig ja, zu unserem Glück, zu Sicherheiten führt, zu Stabilität, typisch Stier, ja, typisch Venus. Venus ist Herrscherplanet der Stiere, ja, nicht vergessen. Der Weg bis dahin aber wird hart, ja,
Nicht leicht, keine Frage. Ja. Man denke da auch immer wieder an die aufkommenden Flutkatastrophen, die die Skorpionkraft sicherlich öfters bringen kann. Ja. Ja, überall auf der Welt häufen sie sich, ja, vor allem aber auch im Zusammenhang mit der Fischekraft. Und bedenken wir, in 2022 ist nicht nur Neptun, sondern auch Jupiter in Fische. Ja, da kommt das Wasserelement dann zumal schon richtig in Fahrt. Dazu gibt es eigentlich auch nochmal mehr Informationen in meiner Jahresvorschau hier auf YouTube. Ja. Aber auch die Situation in Afghanistan, die Regierungsübernahme durch die Taliban, kann eben ein Nebeneffekt, ja, dieser Mondknotenphase sein. Ein Thema, das uns alle etwas länger beschäftigen wird, ja, auch in 2022, ja. Heute schimpfen sich übrigens solche düsteren Gestalten Taliban, ja. Kranke Extremisten und Fundamentalisten sind das, die sich heute hinter der Flagge, ja, des Islams verstecken, ja, völlig widerlich. Solche Kreaturen gab es, aber bereits schon, ja, vor dem Islam, ja, schon immer in der Geschichte, ja, überall auf der Welt. Sie kriechen förmlich aus ihren Verstecken, Erdlöchern, aus der Unterwelt förmlich, ja, und diesmal tummeln sie sich, ja, diese Ungestalten alle in diesem schönen Afghanistan. Und diese Gestalten, die nur Angst und Schrecken verbreiten, Frauen unterdrücken, ihnen keine Rechte zusprechen, ja, plündernd und tötend durch Städte ziehen, waren an der Tagesordnung, bevor unser Prophet Mohammed, Friede und Segen sein auf ihm, auf die Welt kam, ja, bevor es den Islam überhaupt gab, ja, in den Jahren 570 bis 572, sehr, sehr wichtig, ja, hier, was ich euch erzählen werde, war der nördliche Mondknoten ebenfalls im Stier und der südliche im Skorpion. Unser Prophet Mohammed ist in genau dieser Zeit auf die Welt gekommen. Der Vater unseres geliebten Propheten kam laut Überlieferung selbst um bei einem, ja, brutalen Übergriff von irgendwelchen Extremisten, ja, 3 bis 6 Monate bevor Mohammed überhaupt zur Welt kam. Er konnte ihn also nicht mehr persönlich kennenlernen, seinen Vater. In jungen Jahren erlebte unser Prophet auch, ja, wie seine alleinerziehende Mutter damals in Angst leben musste, sich nicht wirklich sicher bewegen konnte, ja, in der Stadt. Er angegafft wurde, wie ein Objekt betrachtet wurde. Sie starb dann auch, ja, als der Prophet 6 Jahre alt war, und zwar dann an einer Krankheit. Aber dies alles halt ist insgesamt keine Kindheit, die man sich wirklich wünscht. Und Prophet Mohammed wurde schwer geprägt von dieser Zeit des Schreckens, der Gewalt, der Ungerechtigkeit, ja, eine Zeit der Verzweiflung, ein Grund mehr, sich in seiner Prophetschaft für die Rechte der Schwachen, insbesondere von Frauen damals einzusetzen, aber für die Rechte von Mädchen, die nach der Geburt vergraben wurden. All diese Menschenrechte existierten damals nicht, kannte die gesamte Generation nicht. Die Zeit wird entsprechend als die Zeit der Unwissenheit, der Jahilik, ja, in die Bücher eingehen. Und wie wir sehen, ist sie für manche, ja, immer noch nicht zu Ende. Ja, das sei hier erwähnt, ja, wird das Bild des Islams in seiner Gesamtheit, ja, mit dieser Art von Extremisten in Zusammenhang gebracht und verzerrt. Der Islam entstand aber, weil es diese Ungerechtigkeit gab, ja, und diese Fundamentalisten, ja. Das hier zu unterstreichen, war mir wirklich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, vor allem auch als Astrologin, die sich Konstellationen am Himmel immer genau anschauen und vergleichen kann. Ja. Die Jahre 570 bis 572 können hier also wirklich, ja, als, ja, zum Vergleich genannt werden. Ja. Aber auch die Jahre 607 bis 608. Ja. Denn auch in diesen Jahren war der nördliche Mondknoten im Stier, der südliche im Skorpion. In dieser Zeit wurde die Kaaba in Mekka durch starke Regenfälle überschwemmt und ja, Renovierungsarbeiten fanden mit großem Aufwand statt, in der unser Prophet Mohammed, ja, noch als Ehrenmann bekannt, also eigentlich noch gar kein Prophet oder zumindest als Prophet aktiv, hier physisch etwas umsetzte, ohne zu wissen, dass diese Situation bereits ein Vorzeichen, ja, für seine 4 Jahre später beginnende Prophetenschaft ist. Was passierte hier? Als der mächtigste Stamm von Mekka, die Quraysh oder die Qurayshiten, ja, die Kaaba, das Haus Gottes, nach der Überschwemmung erneuern, entfacht ein Streit darüber, ja, wer den heiligen schwarzen Stein, den einst Abraham und sein Sohn Ismael vom Erzengel
Gabriel überreicht bekam und hier im Verbauten zurück an seinen Platz setzen soll. Ja. Man einigte sich schließlich darauf, dass der erste Mann, der durch das Tor des Heiligtums zu ihnen herantrete, ja, ihn anbringen oder zumindest dazu befragt werden sollte. Ja. Der erste Mann, der kam, sollte Mohammed sein. Ja. Was dann passierte, wird in diesem Bild schön dargestellt. Mohammed bat sie darauf, ihm ein Tuch zu bringen. Ja, mit eigener Hand legte er den Stein in dieses Tuch hinein und forderte dann jede Gruppe auf, jeweils das Tuch an einer Seite anzufassen, ja, und so den Stein an seinen Bestimmungsort zu bringen. Als sie ihn dann auf die richtige Höhe gehoben hatten, legte er selbst den Stein an seinen heutigen Platz. Ja, ja, warum führe ich nun all diese Vergleiche an? Ja, warum? Ja, weil es genau jetzt in diese Mondknotenphase so gut passt zu sagen, nehmt euch ein Beispiel am Leben des Propheten Mohammed. Liest seine Biografie, ja. Schaut, was dieser meisterte, ja, trotz schweren Starts ins Leben, ja, in schwierigsten Situationen, ja, was dieser opfern musste. Und dabei, ja, ja, nicht nur für sein Umfeld, seine Gemeinschaft, sondern wirklich für die gesamte Menschheit aufbaute. Allein das kann uns schon wirklich so viel Kraft schenken. Und sollten auch wir in dieser Zeit schwer gefordert werden. Historisch betrachtet glaube ich übrigens auch, dass selbst Noahs Arche und die Sintflut in so einem Stier-Skorpion-Transit stattgefunden haben muss. Ja. Noahs Arche könnte man auch als die Arche der Venus nennen, ja, mit allen Paaren, Getier, Pflanzen und so weiter. Also ich finde es gar nicht abwegig. Auch das Leben und Wirken von Noah, ja, sei deshalb hier erwähnt als religiöse Figur. Er baute sein Schiff, ja, während ihn andere belächelten, selbst ja, seine Ängsten in der Familie, ja. Und wie die Geschichte letztlich ausging, wisst ihr selbst. Sie können natürlich, um sie mal wieder ins Hier und Jetzt zu steuern, ja, sich auch ganz einfach an die letzten Karma-Phasen im Stier-Skorpion erinnern, die sie höchstwahrscheinlich noch miterlebt haben. Ja. Man denke gern zurück an die Jahre zum Beispiel 2003 bis 2004 oder an die Jahre 1984, 85, 86, ja, um minus 18 bis 19 Jahre steht es, denn so lange ja, braucht es ja, bis die Mondknotenachse durch alle Sternzeichen gewandert ist und um wieder ja an derselben Position zu sein. Ja. Die genauen Daten sind jetzt nochmal oben aufgeführt. Was erlebten sie damals? Ja? Wie veränderte sich ihre Welt hier? Ähnliches kann sich hier oder in ähnlicher Form, wie gesagt, erneut zeigen. Übrigens hinsichtlich eines Mondknotenzyklus, ja, von 18, 19 Jahren. Also immer, wenn ein Mondknotenzyklus beendet wird, ja, geschehen wichtige Ereignisse in unserem Leben. Man denke da auch an das alte 18, 19, addiere 18, 19 dazu, dann wären wir bei 37, 38, plus 18, 19 wieder wären wir bei 56, 57, plus 18, 19 wären wir wieder bei 75, 76. Es geht also immer um ja gewisse Reifeprozesse, alle 18, 19 Jahre. Ja. Ganz abgesehen davon ist die Zahl 19 eh eine super, super spirituelle Zahl. In der vedischen Astrologie wird außerdem immer betont, dass wir bis zum zweiten Mondknotenzyklus, also bis 37, 38, oft im Bereich des Drachenschwanzes verbleiben, ja, im südlichen Mondknoten, und ab 37, 38 dann in den Bereich des Drachenkopfes vordringen, in den nördlichen Mondknoten. Das bezieht sich aber eher auf so ein Geburtshoroskop und auf die damit verbundene ganz allgemeine Karma-Prüfung im Leben. Ja. So, wer sich nun die Mondknotenphasen ja für die Älteren interessiert, kann dazu wirklich auf avantgarde.de mehr lesen. Unter meinen Specials findet man eben auch ein Mondknoten-Special. Ich verlinke es, wie gesagt, auch gern. Und da findet man noch schriftliche Ausführungen zu diesen Phasen. Was aber diese Phase wirklich einzigartig macht, anders als die Phasen zuvor, ja, im Stier, ist die Position Uranus, ja, der ja nun ebenfalls im Stier ist. Wir haben also den Nordmondknoten im Stier und vergessen wir nicht jetzt auch Uranus, ja. Wow. Uranus wird uns damit im Stier aus jeder Bredouille, die wir im Skorpion erleben können, herausziehen können. Ja? Uranus schenkt uns nämlich Blitzideen, Ideen aus der Not heraus und eben auch Erneuerungsfreude. Ja? Wir werden mit Uranus entsprechend
alte Sicherheitskonzepte und Formate nicht wirklich mehr anstreben, ja, uns keine 0815-Lösung wünschen, nach dem Motto Haus, Garten, Hund, Katze, Sicherheiten, ja. Unsere zukünftige Sicherheit baut eher darauf auf, alte Sicherheitskonzepte loszulassen, sich viel mehr zu digitalisieren, sich zu öffnen für neue Medien, neue Techniken, erneuerbare Energien, neue Währung, ja. Auch in Sachen Nahrung wird es viel Veränderung geben, ja. Stier, Nahrung, Körper. Also am Fleischersatz, ja, wird ja schon getüftelt und weiteres wird auf jeden Fall noch folgen, ja, um Hungersnöte besser zu bekämpfen. Organersatzteile, ja, Gott, hört sich alles so schlimm an, aber da wird so einiges ersetzt und erneuert werden, ja, anders als zuvor. In Sachen Geld wird in Europa der digitale Euro kommen, sowieso, ja, wissen wir, dauert zwar noch, aber Uranus im Stier kann hier eben auch manchmal eben, ja, Geldflüsse aus dem Verkehr nehmen, stoppen, ja, und diesen, ja, uns aber anderweitig neu bescheren. Natürlich manchmal auch unerwarteter Weise und plötzlich, also wirklich auch weiterhin Vorsicht in Geldbelangen, falsch angelegt einmal, ja, alles weg, ist möglich, ja. Alte Familienkonzepte werden sich plötzlich verändern können, ja, sich vielleicht auch mehr und mehr an zeitgemäßere Umstände anpassen, ja. Plötzliche Strukturen ebenso, die mehr durch, ja, jüngere, moderne Generationen und Strukturen ersetzt werden, ja. Auch eine Monarchie geht gar vielleicht unter, weil es keine legitime Nachkommen gibt oder Erbschaften finden keinen Empfänger, ja, sowas. Länder, ganze Völker können und müssen sich vielleicht, ja, neu aufstellen, ja, weil durch höhere Umstände alles zusammenbricht. Das alte Format eben nicht mehr passt, ja, und nach etwas Neuem sucht, das sich entwickeln will, ja, um das Ganze eben zu tragen. Die Jahre 1687, 1688 können hier auch sehr aufschlussreich sein. Damals waren ja auch der nördliche Mondknoten und Uranus im Stier, ja. Um 1854 auch, aber da war auch Pluto im Stier, das ist, da wäre ein Vergleich wirklich ein bisschen schwieriger, ja. 1687 und 1688 passen da besser. Können Interessierte auch gerne mal nachrecherchieren, ja. Länder, die zum Beispiel hier im Fokus standen waren, insbesondere die Türkei und Russland, ja. Im großen Türkenkrieg, ja. Es gab das große Erdbeben in der Region Izmir. Aber auch Österreich, Ungarn, England standen in dieser Zeit besonders im Fokus, ja, besonders auch, ja, aus politischen Gründen. Wir könnten also wirklich manche Déjà-vus erleben, ja, auch im Zusammenhang mit diesen Ländern, ja. So, lassen wir nun das Historische und Geografische mal beiseite, ja. Egal, nun, was im Stier kommt, alles wird mit Uranus an den Hauch von Erneuerung und Andersartigkeit haben. Das zu unterstreichen, war mir auf jeden Fall nochmal ein Anliegen, ja. Zusammengefasst werden wir, um das Wesentliche nochmal zu unterstreichen, förmlich gezwungen, die überschwängliche Fülle, aber auch diese wabernde Tiefe im Skorpion, ja, zu erfassen. Wie gesagt, nicht selten auch durch, ja, krisenartige Situationen. Und diese gehen Stier kanalisieren, der unseren Verstand schärft, ja, und hoffentlich nicht auslöscht, ja. Weg von unseren Trieben und Ängsten. Dabei werden wir durch, oder besser mit Uranus, aber auch angehalten, alte Stierkonzepte durch die Mittel, die uns heute zur Verfügung stehen, zu optimieren, zu modernisieren. Ja, der Stier liebt eigentlich alles Körperliche, Materielle, ja, und Uranus liebt es, Körperliches aufzulösen, Altes durch Neues zu ersetzen. Ja, der Skorpion wird uns dabei helfen. Und letztlich wichtige Prozesse, die es zu transformieren, zu verändern gilt, ja, vorbereiten, ja, die auch Mut brauchen. Ja. Das kann spirituell einer, ja, wahren Neugeburt gleichkommen, zumindest sich für viele so anfühlen, ja, unglaublich bereichernd und bahnbrechend zugleich. Bedenkt bitte aber auch, und das, was ich wirklich jetzt sage, ist wichtig, ja, wenn nicht sogar das Wichtigste, was man zu diesem Transit überhaupt sagen kann, ja, dass wir mit der Stierkraft, ja, eine Art Venusphase betreten, die einem versteckten Schatz gleicht, ja, der sich also nicht sofort offen zeigt. Es ist und bleibt aber die Liebe, die sich versteckt, ja,
Ganz wichtig. Etwas zum Nachdenken. Wie sich die Mondknotenachse im Stier, Skorpion, schlussendlich auf ihr Sternzeichen oder ihren Aszendenten neu und ganz konkret und ganz persönlich auswirkt, erfahrt ihr nun im Folgenden. Nach ihrem Aszendenten zu gehen ist meines Erachtens immer sogar wichtiger, als nach dem Stern-Sonnenzeichen zu gehen. Am besten immer beides anhören. Bis gleich. Liebe Widder, ja, der nördliche Mondknoten im Stier wird die nächsten 1,5 Jahre ihr astrologisches zweite Haus beleuchten, der südliche Mondknoten entsprechend gegenüber, ja, ihr astrologisches achte Haus. Der Stier im zweiten Haus beleuchtet ja grundsätzlich ihre Geldsituation, ihre Jobsituation, Einnahmen versus Ausgaben, Geschäfte, ihr Besitz, ihr Haus, ihre Wohnung, Schulden, ja, auch Sparmaßnahmen, ihre Gesundheit, ihre Familie, ja, ihre Kreativität, ihre Talente, ja, auch ihr Zeitmanagement, ja. Hier liegt ihr Potenzial, ja, hier steigen sie auf, ja, hier gibt es Entwicklungschancen für sie. Ja. Der Skorpion im achten Haus verspricht, dabei auch sehr komplex zu werden. Der Skorpion kommt hier im achten Haus wirklich so richtig in Fahrt, ja. Es geht um Wachstum, äußerlich, innerlich, ja, um das mal kurz zu fassen, um Transformation, ja. Besonders betroffen werden sein ihre Finanzen, Gelder von Dritten, ja, geteilte Ressourcen, Schulden, auch Hypotheken, Investitionen, ja, Versicherungssteuern, Erbschaften auch vielleicht. Es geht um auch ihre inneren Dämonen, ja, um Werte, auch um Gesundheit, um sexuelle Themen, auch es kann es um den Tod, um, ja, spirituell oder real gehen, ja, auch um Kinderbelange, um die Zeugung selbst oder es geht um Kindergeld, ja, oder um ihre Rechte, ja. Also hier werden sie große Veränderungen erfahren, aber auch, ja, Korrekturen vornehmen müssen, vielleicht auch mal ein Opfer geben, ja. Oder ihre Einstellung zu diesen Bereichen verändert sich einfach. Hier kann auch viel von ihnen abverlangt werden im ersten Schritt. Oder aber, ja, sie zeigen ganz widdertypisch, dass sie das Leben mit allen Facetten verstanden haben und stehen über diese etwas, ja, unberechenbaren Kräfte. Ja, lassen etwas auch sofort los, wenn sie merken, dass ihnen etwas nicht gut tut. Ja, oder krempeln die Arme hoch und packen es an. Leben bedeutet eben immer Geburt und Tod, etwas, was sie wissen eigentlich ja auch, ja, dass beides eben immer zusammengehört. Im achten Haus selbst wird es dann auch mit Sicherheit, ja, emotional werden können. Sie könnten zum Beispiel auch auf jemanden ganz karmisch treffen, ja, auf eine Person, die ihr Leben um einiges Gepäck, ja, aber auch um Tiefe bereichert. Ja. Sie könnten auch, ja, Grenzsituationen erleben, Krisen, psychisch, mental, physisch, ja, emotional, gesundheitlich, finanziell, innerhalb der Familie. Es geht im Skorpion halt immer unter die Haut. Ja, das muss man wissen. Letztlich aber merken sie, sie leben, überleben, ihr Schiff wird wackeln vielleicht, ja, aber es wird nicht untergehen. Sie merken, wie stark sie sind, ja, und tragen diese Stärke dann auch im Stier nach außen. Ja, das wird man sehen, ja. Wo sie vielleicht Ängste hatten, ja, am liebsten weglaufen würden, sich verkriechen würden, ja, werden sie Stärke und Stabilität gewinnen, ja. Ängste besiegen. Darum geht es letztendlich, ja. Leben sie zum Beispiel, ja, in einer Co-Gemeinschaft, kreieren sie ein offenes Haus, wo alle offen unter einem Dach leben können, ja. Offen, ohne Geheimnisse, ohne Verdächtigungen und Anklagen. Sie werden aber auch lernen, sich aus Angelegenheiten anderer herauszuhalten, ja, kümmern sich nur um sich selbst, um ihr eigenes Geschäft, werden sich selbst nicht von anderen und ihren Werten beeinflussen lassen, sondern eben nach ihrer eigenen Überzeugung leben. Es wird vielleicht langfristig mehr auch um Sinnlichkeit mehr gehen, ja, vielleicht um Berührung, ja, statt nur um Sexualität, um Wollust oder unbewusste Machtkämpfe, ja, mehr Vertrauen. Ja, darum geht's dann vielleicht mehr. Was noch? Sie könnten mit ihren wirklich schlummernden künstlerischen Talenten in Kontakt kommen, verdienen damit vielleicht sogar Geld. Ja. Es geht vielleicht auch nicht mehr nur ums Geld, sondern mehr um den Wert des Geldes. Sie werden vielleicht auch lernen, sich weniger auf andere zu verlassen oder auf Gelder Dritter, ja, und mehr Selbstständigkeit erlangen. Für manche wird es auch um Steuerbelange gehen, ja.
oder um Schulden, ja. Bei anderen geht es vielleicht um Kinder, um Kindergeld oder ähnliches. Ein Status kann sich dann bei einem Nachwuchs verändern, ja. Es geht vielleicht auch darum, ja, sich mehr um das Leben und nicht um Verborgenes oder das Dunkle, oder dunkle Themen zu kümmern, ja. Leben Sie, ja. Lernen Sie die Dinge so zu nehmen, ja, oder zu lassen, wie sie sind. Entspannung und Leichtigkeit zu leben und zu schätzen. Sie werden sich von Unguten trennen, ja, keine Frage. Alles, was Sie physisch, psychisch belastet und entsprechende Kursänderungen vornehmen, ja, wo nötig. Also zuvor in der alten Kammerphase, Zwillinge Schütze, dass ihr ja, drittes und neuntes Haus beleuchtete, haben sie erlebt, wie sie eine Art ja, Sprecher wurden für ihr Umfeld, mobiler, selbstständiger, ja, wo auch wirklich jede Begegnung eher lehrreich war als emotional tief. Ja. Ihre Lebenssituation könnte sich nun in den kommenden anderthalb Jahren abermals neu und anders entwickeln, als sie jetzt aussieht. Ja. Sie wird letztendlich aber sinnlicher, sinnvoller, gesünder, stabiler und dabei alles andere als langweilig. Juhu, ja. Ein Umzug, Patchwork-Familien, ein neues Umfeld, eine vielleicht neue Tätigkeit, ja. Sagen Sie niemals nie. Ja. Die Koransure, Sura 8, die Beute, Vers 41 bis 50. Sei Ihnen besonders empfohlen, ja, zu lesen. Aus diesen Versen könnten Sie für die kommende Karma-Phase ungemein viel schöpfen. Sie ist sehr komplex. Aber entnimmt man ihr eben auch, wie wichtig es ist, achtsam zu sein, ja, auf den Bauch zu hören, ja. Ja, auf Ihr Bauchgefühl wird Verlass sein, glauben Sie mir. Ja, zum Abschluss natürlich immer auch nochmal ein paar Zeilen von Rumi und damit alles, alles Gute, Liebe, wieder. Liebe Stiere, der nördliche Mondknoten liegt in Ihrem Zeichen im Stier, ja, immer gut. Und beleuchtet entsprechend Sie, ja, Ihre Lebensbereiche in Ihrem astrologischen ersten Haus, das sind Ihre Lebensziele, Ihre persönliche Erscheinung, Ihr Ruf, Ihr Profil, Ihr Image, ja, Ihre Individualität, Ihre Familie, Ihr Heim, ja, Ihre Partnerschaften, Kommunikation, ja, kommunikative Belange, finanzielle Belange, Zeitmanagement, ja, auch Ihre Gesundheit. Sie konzentrieren sich in den kommenden anderthalb Jahren auf sich. Als Marke, als Persönlichkeit, als Leitfigur, ja. Sie werden dabei auch andere prägen und eine Art Vorbildrolle einnehmen, ja. Der südliche Mondknoten im Skorpion beleuchtet Ihr astrologisches siebte Haus, ja. Das siebte Haus steht für die Beziehungen zu sich selbst. Aktuelle und potenzielle Partner werden beleuchtet, auch Ihr Ex-Partner. Ein geschäftlicher Konkurrent, Kunden, persönliche Feinde, ja, die Öffentlichkeit, karmische Erlebnisse können und werden Sie ja auch herausfordern können, doch liegt in, ja, genau in diesen Prozessen, ja, der Schlüssel, ja, den nur Sie selbst finden können, ja. Hier in diesem siebten Haus, ja, den der Skorpion beleuchtet, werden Sie einerseits ja, einen riesen Schub erfahren, ja, aber eben auch Veränderungen erfahren, zum Beispiel ein Opfer geben, ja, Korrekturen vornehmen müssen. Vielleicht auch krisenhafte Situationen durchstehen, ja, nicht weil Sie der liebe Gott verärgern will, ja, sondern um Ihnen zu helfen, ja. Sie werden also eines Tages sehr dankbar sein für das, ja, was Sie in dieser Karma-Phase erlebten, ja, sogar potenziellen Feinden Danke sagen, ja. Und apropos Feinde. Keine Angst vor diesen, die kommen eh nicht zu ihrem Ziel, ja, sie sind geschützt, davon mal abgesehen, ja. Beziehungskrisen helfen ihnen, ja, im Grunde genommen Korrekturen vorzunehmen, den besseren Weg zu gehen, raus aus ungesunden Machtgefügen oder negativem Druck, hin zur Ruhe, ja, zur Natur, Natürlichkeit, in der sie vielleicht aber auch merken, ja, wie wichtig es ist, ja, sich in seinen vier Wänden, in seinem Körper, in seinem engsten Umfeld, in der eigenen Haut wohlzufühlen. Ja. Auch Ihr Partner, privat oder beruflich, könnte Krisen durchlaufen und Sie werden der Fels in der Brandung, ein Lichtberg, ein Feuer, ja, weil Sie eben stabil und entspannt bleiben können.
Ich rate Ihnen grundsätzlich, ja, bleiben Sie ruhig, wenn andere durchdrehen oder psychopathisch auftreten oder einfach nur Angst haben vor Ihnen, ja, vor was auch immer. Ja. Andere Menschen können und werden wirklich sehr intensiv und manisch sein mit dieser Skorpionenkraft, ja, so à la Drama Queens oder Drama Kings, ja. Egal was und wer Ihnen begegnet, bleiben Sie selbst fair, ja, oder tun Sie selbst keine Dinge, die nicht in Ordnung sind, und Sie werden vom Kosmos geschützt. Manche könnten auch auf einen Menschen treffen, der Sie vielleicht spirituell inspiriert, so dass Sie diese Spiritualität, ja, für sich entdecken, ja, Ihren Glauben, ja, und eben dort Ruhe finden. Jede Begegnung ist im Grunde genommen bereichernd für Sie. Ja. Eine Prüfung für stets beide Seiten, aber letztlich auch ein Türöffner, ja, wo Chaos herrscht, Sie den Überblick verlieren, sich teilweise erdrückt fühlen können. Ja. Wird der Kosmos es für Sie errichten, in Ordnung bringen, ja, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Menschen begegnen lassen, ja, der Sie inspiriert. Ja. Eigentlich wunderbar. Ja. Zuvor in der Mondknotenphase im Zwillinge Schütze, ja, in der Ihr zweites und achtes Haus beleuchtet wurden, haben Sie gelernt, ja, wie wichtig es ist, ja, zu Ihren Werten zu stehen und Ihr Leben danach ausgerichtet. Auf Ihren Körper zu hören. Ja. Vielleicht lernten Sie auch, Hilfe anzunehmen, nicht auf Ihre Unabhängigkeit zu pochen, alles alleine wuppen zu müssen. Ja. Ein Mentor, ja, vielleicht auch Ihre Eltern, eine Leitfigur, könnten Ihnen in dieser Phase also sehr geholfen haben. Nun, Ihre Lebenssituation könnte sich in den kommenden anderthalb Jahren abermals neu und anders entwickeln, als sie jetzt aussieht, insbesondere in Ihrer Beziehungswelt, wirklich sehr spannend. Die Koransure, ja, Mohammed, Sure 47, 1-9, sei Ihnen besonders empfohlen. Aus diesen Versen könnten Sie ja für die kommende Karma-Phase ungemein viel schöpfen, ja, denken Sie dann. Wie er werden auch Sie ein Vorbild für uns sein, haben vollen Support von da oben, also vertrauen Sie, ja, allen Geschehnissen und haben keine Angst. Zum Abschluss noch ein paar Zeilen von Rumi, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, und mit diesen alles, alles Gute, liebe Stiere. Liebe Zwillinge, in der alten Karma-Phase noch mit den Mondknoten auf der Zwillinge-Schütze-Achse standen Sie im Fokus. Ja, Sie veränderten das Leben anderer und auch Ihre Beziehungswelt privat oder beruflich, ja, dürfte sich verändert haben. Ja. Der nördliche Mondknoten wechselt nun in den Stier und beleuchtet die Lebensbereiche in Ihrem astrologischen 12. Haus. Der südliche Mondknoten im Skorpion nun Ihr 6. Haus. Ja. Zunächst mal zum 12. Haus. Das umfasst Ihre Spiritualität, Kreativität, Kinder, sensible Themen, Geheimnisse, versteckte Probleme, verborgene Feinde. Ja. Es kann sich auch um so etwas wie Auswandern, ja, das Exil kümmern, große Umzüge, Arbeiten mehr im Hintergrund. Ja. Es geht auch vielleicht um Ihre Gesundheit, um Erholung, ja, um Beenden von alten Partnerschaften oder um, ja, Ex-Partner, ja. Um das Loslassen, um die Vergangenheit, Menschen aus der Vergangenheit, ja. Und das astrologische 6. Haus, der südliche Mondknoten im Skorpion, beleuchtet und umfasst Lebensbereiche wie tägliche Routine, Arbeiten, Ihr Alltag, ja, Ihr Arbeitspensum, Ihr Job, ja, Dienst für andere. Ja, auch für Kinder und, oder wenn Sie haben, Haustiere, ja, ehrenamtliche Tätigkeiten, aber auch Ihre Gesundheit, ja. Ja, was gibt's noch im 6. Haus? Ja, es geht vielleicht um Optimismus versus Pessimismus. Ja, es geht auch um offene Feinde im 6. Haus. Im 12. Haus waren die geheimen Feinde, im 6. Haus die offenen Feinde. Hm. Karmische Erlebnisse können Sie wirklich sehr herausfordern. Sie werden sicherlich, ja, Korrekturen vornehmen, etwas vielleicht neu ausrichten, etwas loslassen, egal was Ihnen begegnet. Ja, genau in diesem Prozess liegt ein goldener Schlüssel, den nur Sie selbst finden und erkennen können. Wie kann sich das anfühlen? Ja, wie kann das alles aussehen? Ja, ist eine andere Energie, ja, als die Jahre zuvor. Sie haben, und das muss man ganz klar sagen, jetzt eine enorme Power in Ihrem 6. Haus. Ja. Sie können immens viel stemmen, ja, anpacken, verändern, transformieren. Ja.
Aber können Sie im Job eben Ihrem Umfeld, aber auch Anfeindungen erleben, Neid, Unehrlichkeit, Wortbrüche, Verrat, Machtkämpfe, Unfairness, ja? Das alles haben Sie aber nicht nötig, ne? Und was tun Sie? Sich davor schützen. Ziehen Sie sich dann zurück, trauen Sie nicht den Menschen blind, ja? Auch könnte man Sie versuchen zu betrügen, also Vorsicht, die Skorpionkraft im sechsten Haus, da sollten Sie selbst steht, gut forschend und Dinge hinterfragen, um sich selbst zu schützen. Machen Sie zu viel, haben Probleme beim Arbeiten, wird sich das auf Ihre Gesundheit auswirken, ja, sodass Sie gezwungen werden, Dinge zu verändern, sich zurückzuziehen, ja, loszulassen, um sich um Ihre Gesundheit zu kümmern. Ja, grundsätzlich werden Kuraufenthalte, Meditationsorte, Wassernähe super für Sie, ja. Regelmäßige Pausen, ja. Also weg von Arbeitskrisen hin und zu viel Belastung her, hin zu mehr Ruhe. Sie lernen, sich mit Einsamkeit und Stille wohlzufühlen, ja, Ängste loszulassen, ja, sich mental und psychisch zu entwickeln, statt nur über die Hände und praktische Arbeit, ja. Vielleicht auch mehr heile Arbeit leisten, wenn Sie so wollen. Andere könnten beispielsweise auch Ihre Arbeit ergänzen um spirituelle Praktiken, die einem dabei helfen, innere Ruhe zu verspüren, ja. Oder vielleicht verdienen Sie auch dadurch Geld, ja. Mit diesem Können, ja. Wie gesagt, Sie werden lernen, mehr auf Ihre Spiritualität, auf Ihre Gesundheit zu achten, auf Ihre Intuition zu hören. Träume könnten intensiver erlebt werden. Liebschaften am Arbeitsplatz wären denkbar, die aber dann auch eher einen, ja, vielleicht geheimen Charakter haben. Müssen Sie selber wissen, ob Sie das brauchen, ja. Kinder, ein Kind, ein Baby im realen oder im literarischen Sinne, könnte Sie zum Pausieren auch bewegen, dass Sie einfach mehr Zeit brauchen, ja. Vielleicht wird die Gesundheit eines Kindes auch oder eines Haustieres Sie mehr in Anspruch nehmen, ja. Wenn Sie kein Kind haben, betrifft es vielleicht jemanden aus Ihrem engsten Umfeld, ja. Menschen aus Ihrer Vergangenheit könnten auch wieder aufploppen in Ihrem Leben, ja, und wichtig werden. Aus einstigen Feinden könnten jetzt Freunde werden. Hey, hey. Auch müssen Sie lernen, ja, wohl nicht zu schnell Entscheidungen zu treffen, nicht alles und jedem gleich abzusägen in Ihrem Leben, ja. Krisen wird es geben, aber Sie werden eben auch die Kraft haben, diese zu überstehen, mit Gottes Hilfe. Vor allem ab August 2022, wenn Mars volle 8 Monate Ihr Zeichen betritt, ja. Spätestens dann, ja, sollten Sie dieses Video nochmal anschauen, ja, weil Sie erkennen, wie wichtig es ist, ruhig zu bleiben und nicht zu vorschnell zu agieren. Und ich sage immer, alles hat, ja, mit Ihrem innersten Wunsch zu tun, denn entsprechend werden Sie sich eben auch verhalten, ja. Und wenn Sie sich wünschen, dass etwas gut ausgeht, verhalten Sie sich entsprechend. Aber wenn Sie sich wirklich aus tiefstem Herzen wünschen, dass etwas, ja, ein Ende bekommen muss, soll, dann verhalten Sie sich eben auch so entsprechend, ja. Und ich sage auch immer, alles hat mit einem innersten Wunsch zu tun, ja. Ja, wenn Sie Frieden wünschen, dann verhalten Sie sich entsprechend. Möchten Sie den Krieg, ja, dann verhalten Sie sich eben auch entsprechend, ja. Und können damit eben auch bestimmte Verläufe forcieren, ja. Bedenken Sie, wie der Tag die Nacht ablöst, so finden immer auch Sorgen ein Ende. Eine wirklich sehr interessante Zeit erwartet Sie, in der Sie vor allem, ja, durch Gottvertrauen, ein Urvertrauen, ja, auch alles wirklich meistern werden in dieser Zeit, keine Frage. Die Koransuche, die Beutesuche 8, Vers 55 bis 67, sei Ihnen besonders empfohlen. Aus diesen Versen könnten Sie für die kommende Karma-Phase ungemein viel schöpfen. Die Suche ist sehr komplex, ja, und legt uns insbesondere Vorsicht auch nahe. Zum Abschluss hier auch nochmal ein paar Zeilen von Rumi für Sie, ja, die ich Ihnen ans Herz lege. Und mit diesen alles, alles Gute, liebe Zwillinge.
Liebe Krebse, bevor ich auf die neue Karmaphase eingehe, zuvor mit den Mondknoten auf der Zwillinge-Schütze-Achse, die ihr 12. und 6. Haus beleuchteten, erlebten sie, wie wichtig es ist, sich eine Auszeit zu nehmen vom verrückten Alltag, ja, auf ihren Körper, ihre Gesundheit zu achten. Nicht alles und jeder war vielleicht auch immer ja ehrlich und fair ihnen gegenüber. Ich denke, sie werden wissen, was ich meine und werden entsprechend auch viel aufgeräumt haben, innerlich und äußerlich. Ja. Der nördliche Mondknoten betritt nun die Stiere und beleuchtet die Lebensbereiche in ihrem astrologischen 11. Haus. Der südliche Mondknoten im Skorpion beleuchtet die Lebensbereiche in ihrem astrologischen 5. Haus. Ja. Im 11. Haus liegt ihr Potenzial. Hier steigen sie auf. Ja. Hier werden sie ihren Fokus setzen. Bedeutet, es geht um langfristige Ziele, um Ideale, um ihren Freundeskreis, ja, um Netzwerke, Online-Portale, ja auch, ja, um ihr Schicksal, ja, wirklich, da können schicksalhafte, wichtige Erlebnisse auf sie zukommen. Es kann auch um große Unternehmen, ja, vielleicht auch um ein Ehrenamt, um ihr Ehrenamt gehen, ja, letztlich auch um Anerkennung, ja. Und während viele immer das 10. Haus, das Haus der Karriere hochloben, ist das 11. Haus meines Erachtens das viel, viel schönere, weil sich hier nicht nur Wünsche erfüllen, ja, Ziele angestrebt und erreicht werden, sondern man gleichzeitig, also wie ein Wassermann eben, der für das 11. Haus steht, der Gesellschaft etwas zurückgibt und darin im besten Fall Glück verspürt. Ja. Im 10. Haus kommt oft die Anerkennung von Dritten aus der Öffentlichkeit, ja, und im 11. Haus, ja, kann sie eben von Gott kommen und mehr brauchen sie nicht, ja. Was ihnen nun helfen wird in diesem Prozess, ist das 5. Haus, das nun vom Skorpion beleuchtet wird. Das 5. Haus ist auch ein tolles Haus, ja. Herzensthemen, Romanzen, Kreativität, ihre Hobbys, ja, die jüngere Generation, Kinder, ihre eigenen oder andere Kinder, ja, Neffen, Nichten, Patenkinder, Risikogeschäfte, Spekulationen, neue Projekte, ja. Also es sind alles wirklich sehr, sehr schöne Lebensbereiche, die hier beleuchtet werden. Hier werden sie wachsen, gefordert, auch zugleich, ja, auch sicherlich auch mal strapaziert und auch Korrekturen von ihm müssen, ja. Vielleicht auch, ja, sich von manchen Dingen trennen oder opfern, ja. Karmische Erlebnisse können sie sehr herausfordern. Doch liegt in diesem Prozess ja ein goldener Schlüssel, den nur sie selbst finden können. Ja. Wie kann sich das nun konkret anfühlen? Sie werden lernen, sich nicht mehr auf Machtspiele einzulassen. Weg von komplizierten, zum Beispiel Romanzen, obsessiven Liebesaffären, Eifersuchtsspielen. Mehr in Richtung Konzentration auf ihre neuen Ziele, ja. Auch im Job bedeutet das, ja, wo sie ihre Talente nicht frei ausleben können, man sie belügt, nicht ehrlich ist, sie beneidet, manipuliert, mobbt, ja, sich über sie stellt. Raus da, ja, weg von Unterdrückung in Richtung Freiheit und Selbstständigkeit, ja. Sie könnten durch eine Krise jetzt auch erst, ja, zu einem Lebenskünstler werden und dies für sich als Lebensaufgabe neu entdecken. Oder sie engagieren sich einfach auch für einen guten Zweck, ehrenamtlich, für die Gesellschaft. Und merken, dass sie erst so zu leben kommen, ja. Lebendig, sich lebendig fühlen zum ersten Mal, seit langem wieder, ja. Vor allem, wenn sie eben vorher wie gelähmt, sich wie gefesselt gefühlt haben, ja. Sie werden lernen, ja, Freundschaft und Liebe auch zu trennen. Ja. Liebe Singles. Lieber eine langfristige Freundschaft, die sich auch beweisen kann, statt eine kurzlebige, ja, die nur in guten Tagen hält, ja. Ja, und kürzer ist. So. Überhaupt bedeutet das 11. Haus, sich auch nicht nur in Sachen Freundschaften, ja, zu üben, auch mehr Social Media, ein Netzwerk einfach, ein gewinnbringender Nutzen, ja, ziehen, ein gewinnbringender Nutzen für sich ziehen, ja, oder überhaupt diese zu nutzen, um ihre Ziele zu erreichen, ja. Wenn sie Kinder haben, könnten diese, sie brauchen, mehr beanspruchen. Vielleicht hat ein Kind ein mentales, körperliches, gesundheitliches Problem, Angstzustände oder entwickelt sich gerade sexuell
Oder es geht um finanzielle Themen, Kindergeld. Hier können und sollten Sie die Themen, die aufkommen, ernst nehmen. Es scheint ganz so, als wenn Sie immer wieder auch Empfänger werden, ja, von solchen Meldungen und Sorgen, ja, insbesondere mit Kindern oder von Paaren mit Problemen, ja. So. Als wenn Sie dies förmlich magisch anzieht, das werden Sie merken. Dann sollten Sie wirklich mal nachdenken, ob das nicht auch einen höheren Grund hat. Vielleicht haben Sie die Gabe zu helfen, können vermitteln, haben ein Händchen für Lösungen, ja. Und entsprechende Hilfsangebote, ja. Lernen vielleicht auch, ja, dabei, ja, Dinge über sich selbst zu erfahren, ja. Ernährung kann für Sie ebenfalls wichtig werden, weg von Süchten, ja, religiös ausgedrückt, reinige deine Kleider und vermeide die Besudelung, ja. Und dann kann der Kosmos auch wirklich, ja, sehr streng mit Ihnen werden, wo Sie sich nicht an etwas halten, gibt es dann gleich, ja, ich will nicht sagen Peitsche oder ein Übel, aber Sie werden es merken, er wird sehr streng sein, ja, nicht um Sie zu ärgern, aber um Sie daran zu erinnern, disziplinierter zu sein und die Sache ernst zu nehmen, ja, die Ihnen als Aufgabe gegeben wird, ja. Ich hoffe einfach mal, dass Sie all Ihre Erfahrungen gewinnbringend einsetzen, ja, für sich, die Gesellschaft, vielleicht für jüngere Menschen und für Menschen mit Liebesproblemen oder was. Es wird aber auch Krebse geben, die schwer getestet werden, ja, auch so ein bisschen aufgestachelt werden, aufgrund von emotionalen Verletzungen, dann andere verletzen. Dazu gehören Sie nicht, das weiß ich. Aber trotzdem aufpassen, der Satan, der wird Sie nerven. Ja. Menschen, denen Sie begegnen, könnten schnell auch unter die Haut gehen, könnten Ihnen auch Angst machen, ja, oder Sie verleiten. Sie können vom Kosmos also wirklich in vielerlei Dingen getestet werden. Ja. Aufpassen. Wenn Sie wohltätig sind, dann erwarten Sie auch wirklich keine Gegengaben. Oberflächig, den Guten spielen, aber unterm Tisch dann die Hand aufhalten. Ist nicht klug. Wäre auch ziemlich dumm, ja, zumindest vor Gott. Ja. Vermeidet Hochmut auch, ja, die Haltung, ich kann alles alleine, ich bin so toll. Ja, auch von Menschen, die gern schnacken und sich aufführen, sie seien die tollsten Hengste auf Erden. Ja. Weg. Sie würden diese Haltung schnell kopieren, ja, gewollt, ungewollt, brauchen Sie nicht. Hören Sie nur auf Ihr Herz und ja, viel können Sie erreichen, gar Dinge, die Sie noch nicht mal für möglich hielten. Außerdem könnte die Zahl 19 von spiritueller Bedeutung für Sie werden. Die Koransure, der sich zugedeckt hat, Sure 74, Vers 1 bis 47, sei Ihnen besonders empfohlen zu lesen, ja. Aus diesen Versen könnten Sie für die kommende Karma-Phase ungemein viel schöpfen. In dieser Sure kommt eben auch zur Sprache, wohltätig zu sein, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, sich voll auf Gott einzustellen, für heilende Prozesse offen zu sein, ja. Wirklich sehr schön beschrieben. Egal, wie wir uns zudecken oder verstecken mögen, er sieht ja eh alles, ja. Sie von innen, alles, ja. Zum Abschluss auch noch mal ein paar Zeilen von Rumi, die ich Ihnen ans Herz lege. Und mit diesen alles, alles Gute, liebe Krebse. Liebe Löwen, der nördliche Mondknoten im Stier wird die Lebensbereiche in Ihrem astrologischen 10. Haus beleuchten, der südliche Mondknoten im Skorpion Ihr 4. Haus, ja, Haus 10 und Haus 4 also, die beleuchtet werden. Das 10. Haus umfasst Ihre Karriere, Ihren Beruf, Selbstständigkeit, ehrenamtliche oder öffentliche Aufgaben, ja, Ihr Ansehen, Eltern, aber auch Elternschaftsbelange, Ihre Ehe, Ihr Ehepartner, ja, die Männerdomäne, manchmal auch Behörden, ja, oder wenn Sie, ja, zur unbelehrbaren Sorte gehören, dann auch Polizeibelange, ja. Das 10. Haus, auch Medium, Coeli, MC oder Midheaven genannt, ja, zu Deutsch die obere Himmelsmitte, ist das wichtigste Haus, wenn es um Karriere geht, ja. Direkt über Ihrem Kopf, das ist Ihre Berufung. Das ist der Bereich, wo Sie scheinen, sichtbar werden können, ja. Hier liegt dann auch Ihr Potenzial, hier steigen Sie auf, juhu, ja. Das 4. Haus beleuchtet vom Skorpion, nun umfasst Themen, die Ihr,
für ihr Haus, betreffen ihre Wohnung, ihre Mitbewohner, Familie. Vielleicht geht es um Renovierungsarbeiten, Verschönerung daheim, ja, auch um finanzielle Sicherheiten, um Abhängigkeiten von oder von Zusagen, ja, Abhängigkeit von Zusagen Dritter. Es geht vielleicht um ihre Nachbarschaft, um ihren Körper, um ihr Aussehen, ja, um ihre emotionale Welt, ja. Auch weibliche Personen spielen dann eine sehr, sehr wichtige Rolle oftmals. Es geht oft auch um ein, ja, eine Art altes Karma. Ja, das vierte Haus wird auch Immunkoeli genannt. Es beleuchtet einfach eine weniger sichtbare Zone, ja, ihr Zuhause, ihre Familie, auch ihre Religion, was die meisten immer auch nur im neunten Haus sehen. Nein, auch hier geht es um ihre emotionale Stärke, ihre Haltung, ihren Glauben, ja. Stellen Sie sich einfach ein Haus mit Dach vor. Das Dach ist sichtbar, Ihr zehntes Haus, Ihr MC, die Säulen unterm Dach weniger, Ihr viertes Haus, ja. Was deshalb aber nicht unwichtiger ist, ja, ist logisch. So. Und hier wird sich etwas verändern. Werden Sie Korrekturen vornehmen müssen. Vielleicht werden Sie etwas loslassen, ja, verändern, opfern. Hier gibt es auch so eine Initialzündung, wenn Sie so wollen, für Veränderungen, die dann sichtbar werden im zehnten Haus. Ja, wie kann das nun aussehen? Je nachdem, wie alt Sie sind, werden Sie im Hinblick auf Ihr zehntes Haus in Sachen Karriere vielleicht einen Weg wählen, der anders ist, der raussticht oder der Ihre Einzigartigkeit, ja, Ihre Originalität unterstreicht, der vielleicht auch sehr, ja, untypisch ist, weil Sie sonst eher der solide sind, weitsichtige, und dann plötzlich treffen Sie eine Entscheidung aus dem Bauch, unerwartet plötzlich, eigentlich sehr untypisch für Sie. So. Ihr Umfeld, Ihre Familie, ja, so alles im vierten Haus wird dann denken, so, hui, was ist nun los, so ungefähr, ja. Vielleicht wird Ihr Umfeld es Ihnen auch nicht besonders leicht machen, ja. Aber nicht Ihr soziales Umfeld bestimmt oder sollte Ihre Karriere und Ihre Ziele, ja, bestimmen, sondern Sie selbst. Andere werden jetzt vielleicht auch Themen mit Umzügen haben, ja, in Richtung mehr Nähe zum Job. Oder ihr Zuhause renovieren und fangen an, mehr von zu Hause aus zu arbeiten, ja. Einige verlassen ihr gewohntes Umfeld, weil sie in dieser Zeit vielleicht auch heiraten, zu ihrem zukünftigen Mann ziehen, wie gesagt, wenn es um Ehebelange geht, ja. Oder Nachwuchs kann erwartet werden. Ja, also sie werden in Kürze, ja, oder auch jetzt schon spürbar, ja, eine neue Fahne schwingen, ja, für alle sichtbar. Sehr, sehr spannend, ja. Der Skorpion schenkt uns grundsätzlich auch wirklich ungemeine Talente, ja, körperliche Kräfte, ja, Dinge verändern zu wollen und auch zu können. Schenkt halt aber auch gern dramatische, starke, emotionale und intensive Situationen, ja. Ein Verlust, Dramen in der Familie mit Müttern, Frauen können hier aber eben auch Initiator werden für Größeres, ja. Sie werden schlussendlich merken, wie stark ihre emotionalen Ressourcen sind, ja, um beispielsweise eben, egal in welchen Belangen eigentlich, aber insbesondere in ihrer Karriere durchzuhalten, werden nach außen solide wirken und reagieren besonnen, wo andere vielleicht durchdrehen, ja. Karmische Erlebnisse können sie von daher, muss nicht, aber ja, sehr herausfordernd, doch liegt, ja, in diesem Prozess der goldene Schlüssel, den nur sie selber finden können und werden. Zur Erinnerung mal, ja, zuvor eine Zwillinge-Schütze-Phase, da wurden ihr 11. und 5. Haus beleuchtet, wurden sie von Kindern der jüngeren Generation geprägt, die sie auch sehr gefordert haben können, ja, keine Frage. Aber ihr Umfeld, soziale Kreise, in denen sie verkehrten, veränderten, weiteten sich vielleicht entsprechend, ja, ihre Wünsche und Lebensziele veränderten sich. All das nehmen sie nun mit und basteln sich quasi einen Hut, ja, den sie jetzt aufsetzen, ja. Das, was sie von nun an präsentieren, ist das Ergebnis einer sehr aufschlussreichen, sehr vorherigen Phase. Und auch jetzt wird ihr Schiff nicht untergehen, liebe Löwen. Sie sind und bleiben ein guter Kapitän, werden es managen, zwischen Privat und Job eine gesunde Mitte zu finden, Anpassung und Optimierung vorzunehmen, wo nötig. Und ich kenne diesen Prozess sehr gut, ja. Ich arbeite als Astrologin, als Mutter von zu Hause. Das hat so Vor- und Nachteile. Und wenn auch Sie mit so einem Gedanken vielleicht spielen, ja, von zu Hause aus zu arbeiten, wichtig ist wirklich ein, das kann ich Ihnen sagen, als ein ergonomischer Arbeitsplatz, ja, auch daheim.
ein körperlicher Ausgleich, treiben Sie Sport, Ihr Körper ist Ihr Tempel, vergessen Sie das nicht, ja. Außerdem könnte die Zahl 6 von spiritueller Bedeutung werden für Sie, auch innerhalb von 6 Tagen, 6 Wochen, 6 Monaten kann sich ja bei Ihnen viel verändern. Die Koransure, die Höhen, Sure 7, Vers 54 bis 64, sei Ihnen besonders empfohlen. Ja, zu lesen aus diesen könnten Sie nochmal wirklich für die kommende Phase ungemein viel schöpfen. Es folgen noch ein paar Zeilen von Rumi und mit diesen wirklich alles, alles Gute, liebe Löwen. Liebe Jungfrauen, der nördliche Mondknoten im Stier wird Ihr astrologisches 9. Haus beleuchten und der südliche Mondknoten im Skorpion Ihr 3. Haus. Im 9. Haus mit der Stierkraft geht es um, ja, Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Vertriebsbelange, Rechtsangelegenheiten vielleicht auch, ja, um Ihre Bildung, Horizonterweiterung, ja, auch um Reisen, fremde Kulturen, Auslandsangelegenheiten, ja, auch geht es um Ihren Glauben. Bei manchen geht es mehr um eine Vaterrolle, ja, oder es geht um moralische, romantische Zonen, auch um ihre Spiritualität, um ihre Träume. Also hier werden sie Wachstum erfahren, hier liegt ihr Potenzial, hier steigen sie auf. Ja. In ihrem 3. Haus im Skorpion geht es eher um ihre Einstellung, Kommunikationskünste, ja. Lernen, Denken, Schreiben, Sprechen, Hören, ja. Internet, Public Relations, Mediennutzung, Bildung, Reisepensum, ja. Ihre Mobilität, ja. Auch geht es um so nachbarschaftliche Belange oder um auch Geschwister natürlich im 3. Haus, ja, wenn sie welche haben. Hier werden sie ungemein gefordert, ja, Veränderungen erfahren, Korrekturen vornehmen, müssen vielleicht auch ein Opfer geben oder ja, akzeptieren einfach die Veränderungen, die sich hier ankündigen. Ja. Karmische Erlebnisse werden sie auch herausfordern, ja. Aber in diesem gesamten Prozess liegt ein goldener Schlüssel, den nur sie selbst finden können und auch finden werden. Wie kann diese Karma-Phase nun konkret aussehen? Ja, schlüsseln wir das mal auf im 9. und im 3. Haus. Sie könnten sich mit Glaubensbelangen, ja, Religion befassen, die sie vielleicht im besten Fall beruhigt, ihnen Trost bietet und eine Art Sicherheit und Geborgenheit schenkt. So. Sie könnten eine praktischere Weltanschauung einfach auch entwickeln, Frieden finden in für sie vielleicht naturfreundlicheren Philosophien, ja. Vielleicht erweitern sie ihren Geist durch ihre Sinne, durch Kunst. Ja, oder erweitern ihren Geist, indem sie in die Natur gehen, sich bewusster ernähren. Ja. Manche werden in dieser Zeit auch Talente, ja, oder ihre Werte, Gedanken wünschen, ja, neu ausleben, ja, diese auch nach außen tragen. Ja, manche auch wieder Online-Website-Aktivitäten, ja. Ja, zu Online-Lehrern werden oder zu Sprechern werden, ja. Andere fangen an zu studieren, beginnen mit Weiterbildungsmaßnahmen in dieser Zeit. Entfernte Länder, Kulturen werden wichtig und ja, auch sehr inspirierend für sie. Nehmen Sie sich Zeit, ja, also bei der Suche auch nach der Wahrheit, für Sie wichtigen Wahrheit. Ja, lassen Sie sich nicht auf kleinliche Machtkämpfe oder Provokationen ein. Ja, lockere Diskussionen zum Beispiel können schnell eskalieren, ja, jetzt in dieser Zeit. Skorpion im 3. Haus, da kann man auch mit Worten schnell mal jemanden bös treffen, ja. Oder selbst zur Zielscheibe werden. Ja. Sie sollten einfach wissen oder müssen auch lernen, wann es kluger ist, ruhig zu sein und anderen zuzuhören und wann es sich lohnt, etwas zu sagen. Ja. Wichtig. Sie könnten auch große Umbrüche erleben. Ihr engstes Umfeld, eine Komfortzone loslassen, um Neues zu beginnen oder Neues zu lernen, etwas Vertriebliches, Spirituelles, ja. Mit dem Ausland oder mit fremden Kulturen oder ja. Im Grunde genommen bekanntes Loslassen für eine höhere Fährte, ja. Werden selbst Lehrer von Gelernten, ja. Erinnern wir uns mal zurück zuvor, in der Zwillinge-Schütze-Phase, in der ihr 8. und 2. Haus beleuchtet wurden, da haben sie wirklich so eine komplett Transformation in ihrem Leben durchlebt, ja. Sie sind heute im besten Fall wirklich viel authentischer,
auch viel unabhängiger, freiheitsliebender, ja. Haben im besten Fall auch weniger Ängste jetzt, ja. Auch jetzt brauchen sie keine Angst zu haben. Gehen aber bitte alles trotzdem langsam an. Erzählen auch nicht alles jedem, ja. Die Koransuche, die Anbetungssuche 32, 1 bis Vers 19, ja. Sei ihnen besonders empfohlen zu lesen. Ja, aus diesen Versen könnten sie für die kommende Karma-Phase ungemein viel schöpfen. Ja, und zum Abschluss gibt es noch ein paar Zeilen von Rumi, die ich ihnen ans Herz lege. Und mit diesen wirklich alles, alles Gute, liebe Jungfrauen. Liebe Wagen, die Mondknotenpunkte auf der Stier-Skorpion-Achse beleuchten ihr achtes Haus und ihr zweites Haus. Ja, das sind wirklich sehr, sehr komplexe Häuser. Der nördliche Mondknoten im Stier in ihrem achten Haus, ja, beleuchtet nun ihre Finanzen, Gelder von Dritten, geteilte Ressourcen und Schulden, ja, auch Kindergeld, Hypotheken, Investitionen, Steuern, Versicherungen, Erbschaften, Gelder von Dritten einfach, ja. Und auch sexuelle Belange, ja. Zum Beispiel auch Altlasten eines Partners, ja, Nachwuchsthemen, Kinder, Geheimnisse, innere Dämonen, ihre Werte. Es geht um große Lebensumstellungen, ja, auch um Gesundheitliches, ja, auch Themen zu Krankheiten oder zum Tod können aufkommen, ja. So komplex dieses Haus ist, die Stierkraft verspricht ihnen letztlich Stabilität, ja. Das sei gleich zu Beginn einmal gesagt, ja. Also langfristig zum Beispiel finanzielle Sicherheit, das Geld könnte also förmlich sie suchen und finden, ja. Gelder Dritter, hervorragend, ja, auch für Fundraising-Kampagnen, Spendenaufrufe, sie ziehen Geld wirklich magnetisch an, ja. Erbschaften wären auch denkbar, wie gesagt. Sie werden sich wundern, wie gut sie auch neuen und auch schwierigen Herausforderungen begegnen. Also insgesamt eigentlich eine Zeit der Stärke, und zwar wirklich in allen Lebenslagen, wo andere vielleicht durchdrehen würden, ja, emotional sind, Ängste haben. Sie gehen es relativ pragmatisch an jetzt, das werden sie zumindest lernen. Und damit auch siegen, ja. Ja, und was sie brauchen, um sich dessen immer wieder bewusst zu sein, natürlich ein bisschen Unruhe, ja, und zwar in ihrem zweiten Haus, ein bisschen Kreativität und Spiritualität, dass sie in diese Richtung schubst. So, der südliche Mondknoten im Skorpion beleuchtet entsprechend also genau diese Lebensbereiche in ihrem astrologischen zweiten Haus, ihr Geld, Job, Einnahmen, Ausgaben, Belange, ja, ihre Talente, aber auch ihren Besitz, Geschäfte, ihr Haus, Wohnung. Ihre Schuldensituation, aber auch natürlich gesundheitliche Belange, ihren Körper, die Familie, ihre Kreativität, aber auch Zeitmanagement. Ja. Hier werden sie ja Wachstum erleben, ja, aber eben auch Veränderungen erleben, vielleicht auch Opfer geben, ja, oder Korrekturen vornehmen müssen. Ja. Karmische Erlebnisse werden sie sicherlich auch herausfordern. Hier wird es unruhig, wie gesagt. Ja, mal ein paar Beispiele vielleicht an dieser Stelle. Haben Sie zum Beispiel ja große Ausgaben, müssen Sie sich um einen Job bemühen, vielleicht einen Zweitjob. Das kann im ersten Schritt anstrengend, ja, aber dann auch wirklich sehr bereichernd sein, ja. Andere gehen Patchwork-Familien ein oder Kosten werden dann entsprechend geteilt, ja. Die Familie wächst vielleicht durch Nachwuchs, ja. Oder aber eine Krise in der Familie hilft Ihnen letztlich, einen Lebenswandel zu vollziehen, den sie sich sonst nie getraut hätten. Auch gesundheitliche Themen können aufkommen. Eine Diagnose, die sie zwingt, ihre Prioritäten zu überdenken. Zuvor in der Zwillinge-Schütze-Phase, da wurden ihr drittes und neuntes Haus beleuchtet, ja. Damit wird das Ausland oder ihre Bildung, auch Glaubensbelange, eine wichtige Rolle gespielt haben. Sie strebten auf jeden Fall nach höheren Erkenntnissen und gewannen vielleicht eine Art Vogelperspektive zu bestimmten Themen, ja, die sie auch jetzt brauchen werden. Ja. Hier in der neuen Phase geht es letztlich um Heilung, ein zu sich selbst kommen, ein förmliches Auferstehen. Ja. Wichtig, der Satan wird sie in dieser Phase nerven, verleiten wollen, immer wieder mal. Ja. Werden sie selbst nie einbrüchig, gehen ihren Verpflichtungen nach, ja, den Rest übernimmt dann der Kosmos. Was sie brauchen, wird sie finden, ja. Und am Ende stehen wirklich unglaubliche Erkenntnisse vor ihnen, wirklich unbezahlbar. Die Koransure, Saat, Sura 38, ja, Vers 41 bis 65, eigentlich
die gesamte Suche, ja, sei ihnen empfohlen. Und ich möchte an dieser Stelle Ihnen auch erklären, warum. Der Name Saat, ein bisschen Hintergrundinformation, aber Sie werden mich verstehen, warum ich das hier anführe. Der Name Saat bezieht sich übrigens auf den gleichnamigen arabischen Buchstaben. Hier ein Bild mal vom Saat in seiner isolierten Form. Ja. Saat ist konkret der 14. Buchstabe des arabischen Alphabets. Ja. Und übrigens nicht nur am Anfang der 38. Sure, sondern am Anfang von 29 der insgesamt 114 Suren des Korans stehen arabische Buchstaben, ja, dessen Bedeutung im Dunkeln liegen. Ja. Oder besser unter einem Schleier. Man nennt sie auch deshalb die mystischen Buchstaben. Ja. Heilige Texte sind oft geheimnisvoll und mystisch, voller Schleier. Das gilt insbesondere für den Koran. Und so wie diese Sure nun eben sehr mystisch ist und im Übrigen auch inhaltlich sehr komplex, ja, sie enthalten Auszüge der Prophetengeschichte, ja, von ihren Kämpfen mit ihren Gegnern wird berichtet, so wird es auch eben ihre Aufgabe sein, Schönheit in Komplexität zu finden, selbst wenn sie nicht alles verstehen. Der große Mystiker, der große Meister Ibn Arabi schrieb, die Ursache für die Schöpfung ist Liebe, ja, und die Ursache für die Liebe ist Schönheit. Konzentrieren Sie sich stets wirklich auch nur auf das Schöne, egal wie der liebe Gott Ihnen das spiegeln mag, und Sie werden Ihr Lächeln nicht verlieren. Es folgen noch ein paar Zeilen von Rumi natürlich zum Abschluss und mit diesen wirklich alles, alles Gute. Bis bald. Liebe Skorpione, für euch eine wirklich sehr besondere und spannende Zeit. Der nördliche Mondknoten im Stier beleuchtet ihr siebtes Haus, ja. Der südliche Mondknoten ist in ihrem Zeichen und beleuchtet sie, ja. Das astrologische siebte Haus der Stier beleuchtet also ihre Beziehungswelt, ihre Beziehung zu sich selbst, zu ihrem aktuellen oder potenziellen Partner, auch Ex-Partner, ja. Geschäftliche Konkurrenten auch, Kunden. Auch persönliche Feinde und die gesamte Öffentlichkeit. Ja. Ihre Beziehungswelt wird entsprechend wachsen, keine Frage. Deshalb setzen Sie wirklich auf Partnerschaften und auf Kooperationen, statt alles im Alleingang zu erledigen. Ja. Der südliche Mondknoten im Skorpion beleuchtet die Lebensbereiche in Ihrem astrologischen sogenannten ersten Haus, ja, Ihre Lebensziele, Ihre Persönlichkeit, Ihre persönliche Haltung, Ihre Erscheinung, Ihr Ruf, Profil, Image, auch Ihre Gesundheit, ja. Ihr Heim, Ihre Familie, Ihr Job, Ihre Partnerschaften insgesamt, aber auch Ihre Kommunikationskünste, Finanz- und Zeitmanagement, ja. Und in all diesen Bereichen werden Sie Veränderungen erfahren, sicherlich auch ein Opfer geben, ja, oder Korrekturen vornehmen müssen, ja. Skorpione mögen es eigentlich nicht, so Veränderungen, müssen ja selbst immer gern, ja, so halten ja selbst gerne immer die Kontrolle in der Hand, ja. Aber hier wird es Zeit, sich von einem, ja, von einem bestimmten Zustand zu trennen, das sie am Wachstum hindert. Ja. Manche werden auch eine neue Beziehung eingehen, die aber auch nur hält, wenn auch sie etwas an sich verändern. Ja. Ihre Beziehungswelt wird erst wachsen können, ja, wenn sie selbst etwas von sich opfern. Das kann allerlei sein, ja. Im besten Fall weniger Eifersucht, weniger Kontrollsucht, ja, oder Machtgabe. Also egal, ob es um eine private oder geschäftliche Beziehung handelt, Sie selbst müssen wohl einiges aufgeben, um ein Ziel letztlich zu erreichen. Stolz, Ego, eine falsche Haltung, ständige Skepsis oder was, ein falsches Umfeld, das Ihre Triebe weckt, Sie aufstachelt. Auch eine falsche Ernährung zum Beispiel oder ein anderer Lebensumstand muss sich sicherlich ändern. Ja. Transformieren Sie sich selbst, damit Ihr Baum Früchte tragen kann. Gehen Sie einen Schritt zurück, ja, um letztlich zwei Schritte vorwärts zu setzen. So. Zur Erinnerung mal, in der Zwillinge-Schütze-Phase, die Ihr achtes und zweites Haus beleuchtete, haben Sie ja bereits Ihr Leben, ja, in Teilen transformiert, ja, Ihre finanzielle Situation, etwas mit Ihrem Körper, mit Ihrer Gesundheit, Ihrer Familie, waren eben Teil davon.
Hier aber geht es nun wirklich um sie selbst. Ja. Legen Sie Ihr Ego ab und Sie werden erkennen, was schon lange in Ihnen schlummerte, ja. Aber Sie vielleicht nie sahen. Und der Rest wird wirklich ganz natürlich den Weg in Ihr Leben finden. Die Koransure, das Viech, Sure 6, Vers 114 bis 122, seien wirklich sehr empfohlen. Diese Zeilen unterstreichen, was ich im Grunde genommen eh schon gesagt habe. Vielleicht kennen Sie auch eine Schütze-Person in Ihrem Umfeld. Die sind nämlich durch diesen Prozess schon gegangen. Ja, und vielleicht haben die einen guten Rat oder einen Tipp für Sie. Ja. Zum Abschluss noch ein paar Zeilen von Rumi für Sie, die ich Ihnen ans Herz lege. Und mit diesem wirklich alles, alles Gute, liebe Skorpione, und bis bald. Liebe Schützen, die Mondknotenpunkte auf der Stier-Skorpion-Achse beleuchten Ihr sechstes und Ihr zwölftes Haus. Der nördliche Mondknoten im Stier beleuchtet die Lebensbereiche in Ihrem astrologischen sechsten Haus, wie gesagt, Arbeit, Beruf, Alltag, Fitness, tägliche Routine arbeiten, ja, Ihren Dienst für andere, Verpflichtung, ja, für Kinder, Haustiere, Ihren Forscherdrang, Optimismus versus Pessimismus, aber auch offene Feinde, ja. Diese Bereiche, ja, werden nun sehr forciert, stehen unter Wachstum, werden wichtig, ja. Der südliche Mondknoten im Skorpion beleuchtet die Lebensbereiche in Ihrem astrologischen 12. Haus, Ihre Spiritualität, Kreativität, Kinder, sensiblere Themen, ja. Auch Geheimnisse, versteckte Probleme, ja, verborgene Feinde. Es kann vielleicht auch um Rückzug gehen, um Arbeiten im Hintergrund oder um Auslandsbelange, ja. Auch natürlich um Ihre Gesundheit kann es gehen, ja. Vielleicht sind Sie müder, möchten mehr schlafen, brauchen mehr Ruhe. Es geht aber auch um, ja, Menschen aus der Vergangenheit, Beenden von Partnerschaften, um ein altes Karma, wenn Sie so wollen, ja. Hier werden Sie insgesamt gefordert, ein Opfer geben, ja, oder Korrekturen vornehmen müssen, ja. Karmische Erlebnisse werden Sie also in jedem Fall herausfordern. Doch liegt genau in diesem Prozess ein goldener Schlüssel, den nur Sie selbst finden können. Ja, ich kann Ihnen mal konkret ein paar Beispiele nennen, die wahrscheinlich sind. Egal, was Ihnen passiert. Sie werden sehr wahrscheinlich lernen, mehr auf sich selbst zu achten. Ihre Gesundheit, ja, gesunde Abläufe in Ihrem Leben schaffen und werden sich ja dafür auch gerne von Störfaktoren lösen. Ja, vielleicht treffen Sie auch auf jemanden, der Ihnen dabei helfen wird, loszulassen. Auch Feinde oder Probleme mit dem Umfeld, ja, wo Sie merken, oh, das sind ja doch nicht alle ganz ehrlich mit mir. Also solche Erkenntnisse, ja, der besonderen Art helfen Ihnen im Grunde genommen, sich wirklich auf das Wesentliche wieder zu konzentrieren, ja, auf sich selbst. Ja. Zuvor eine Zwillinge-Schütze-Phase, in der Ihr siebtes und Ihr erstes Haus beleuchtet wurden, hat sich ja schon auch einiges in Ihrer Beziehungswelt geändert, ja, oder Sie mussten Dinge aufgeben, um ein neues Ziel zu erreichen. Und nicht wenige tragen heute daher auch einen, ja, eine Art anderen Titel, ja, wehen eine andere Flagge, ja, als vielleicht vor 2 Jahren. So. Was nun folgt, nachdem Sie sich dieses, ja, ein neues Umfeld, auch ein gutes Außennetz geschaffen haben, mehr auf Ihre innere Welt und auch auf Ihre Haltung zu achten, Ihren Körper nicht zu vergessen, ja, auch wenn Sie Raubbau nämlich begangen haben, dann könnten Sie jetzt daran erinnert werden, dass Ihr Körper auf seine Rechte pocht, ja? Vielleicht haben Sie jetzt auch mehr Zeit für sich, nehmen sich mehr Zeit für sich und Ihre kreativsten Projekte und können sich einfach mit, ja, Ihnen wichtigen, mit den wesentlichen Dingen befassen. Je nachdem, wie alt Sie sind, könnte es auch um Kinder gehen, um Kinderwunsch. Und vielleicht brauchen da einige auch medizinischen Support, andere werden sich ein Haustier anschaffen, ihre Zeit im Grunde genommen wirklich also für gute Zwecke nutzen, ja. Davon dann auch letztlich profitieren. Insgesamt eine Zeit, in der wirklich jede Pause, die Sie sich nehmen oder nehmen müssen, Sie näher zu Ihrem Ziel bringt, ja. Also bleiben Sie in jedem Fall optimistisch und vertrauen wirklich der Zeit,
ihrer Intuition auch, ihrer Spiritualität, ihren Träumen. Also sie könnten prophetische Träume haben. Und auch Menschen und Themen aus der Vergangenheit könnten ja ihr Wirken, ihr Dasein jetzt prägen. Ich stehe im sechsten Haus, da brauchen sie sich letztlich keine Sorgen machen. Ja, sie werden alle Sicherheiten haben, die sie brauchen. Ja? Die Koransure, die in Reih und Glied stehen, Sure 37, Vers 134 bis 165, kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen. In dieser Sure werden einige Prüfungen von Gesandten erwähnt, ja, die diese letztlich auch alle bestanden haben. Und zum Abschluss folgen noch ein paar Zeilen von Rumi und mit diesen wirklich alles, alles Gute. Liebe Steinböcke, der nördliche Mondknoten wird nun Stier betreten, der südliche den Skorpion. Stier beleuchtet die Lebensbereiche in ihrem astrologischen fünften Haus. Der Skorpion beleuchtet ihr selbst elftes Haus. Das sind wirklich super schöne Häuser, ja. Das fünfte Haus im Stier, ja, beleuchtet Herzensthemen, ja, Romanzen, Kreativität, Hobbys, ja, auch Kinder, ja, oder ihre Kinder oder die Kinder von anderen, Neffen, Nichten, Patenkinder. Risikogeschäfte, Spekulation, ja. Hier liegt ihr Potenzial, ja, ein Herzensbelang, hier steigen sie auf, ja. Und das Gute, Steinbock, Stier, das harmoniert auch so hervorragend. Also fünfte Haus ist wirklich toll. Das kann eigentlich nur besonders schön werden für sie. Und der südliche Mondknoten im Skorpion beleuchtet Lebensbereiche, wie gesagt, in ihrem elften Haus, ihre langfristigen Ziele, ihre Ideale, die sich verändern können. Ihr Freundeskreis wird wichtig, ihr soziales Leben, soziale Netzwerke, natürlich auch größere Unternehmen oder ein Ehrenamt, was sie jetzt haben. Und hier werden sie ja Veränderungen erleben, auch Korrekturen vornehmen, auch vielleicht ein Opfer geben, ja. Skorpionkräfte im 11. Haus, da werden sehr wahrscheinlich eben auch Freunde, wie gesagt, ein treibender Motor im Positiven, aber auch ja, im Negativen. Ja. Vorsicht vor allem ja vor Liebschaften oder Machenschaften, ja, innerhalb Freundschaften, das wären mögliche Grauzonen. Hm. Vielleicht verändert sich aber auch ihr Umfeld, also viele Freunde, bekommen vielleicht jetzt Kinder, also so haben eine Art Transformation erlebt, ja, und ihnen wird das so bewusst plötzlich, ja. Oder es sind wirklich auch Freunde, die ihnen jetzt helfen können, ja, sich und ihr Leben zu transformieren, spiegeln sie, ja, können im besten Fall, ja, ihnen helfen vielleicht, ja, zu ihrem Glück zu kommen, ja. Grundsätzlich könnten auch Menschen aus der Ferne, aus einer fremden Kultur oder aus einer fremden mit einer fremden Religion einen wichtigen Einfluss auf sie haben. Was ist noch möglich? Unfairness, Umbrüche am Arbeitsplatz, wenn sie für größere Unternehmen arbeiten, ja zum Beispiel, wären dann auch möglich, in denen sie letztlich aber glänzen, ja, zeigen, ja, was sie können und Herr über der Lage werden. Ja. Bleiben Sie selbst fair, halten Versprechungen und Verbindlichkeiten selbst ein, ganz wichtig, ja, keine Höhenflüge, ja, und wirklich, Sie werden merken, dass Sie, dass kein Ziel zu weit ist, ja, kein Wunsch zu utopisch. Und wenn wir schon bei Wünschen und Zielen sind, ja, diese können sich auch verändern plötzlich, ja, etwas verschiebt sich vielleicht in Ihrer Priorisierung und plötzlich sieht alles ganz anders aus, ja. Sie sind jetzt vielleicht eben auch risikofreudiger. Ja, passen Sie nur auf, ja, dass Sie sich nicht im Ton vergreifen, ja, so mit Ihrer Dynamik. Wir könnten Sie ein bisschen patziger werden oder zumindest so wirken. Und werden vielleicht auch nicht zu streng mit anderen oder verlieren den Boden unter den Füßen, ja. Je nachdem, wie alt Sie sind, ja, werden Sie jetzt vielleicht auch selbst, ja, zum Kind, kindlicher, verspielter. Es geht dabei vielleicht auch um, ja, Feilen am Selbstausdruck, ja. Sie befassen sich einfach auch gern mit kreativen Unterfangen, ja, mit neuen Projekten, insgesamt mit Herzensprojekten, ja, mit Herzensthemen, ja, insgesamt. Also, schöner kann das eigentlich nicht werden, ja. Sie sind offen für Romantik, für romantische Begegnungen, ja.
aus, ja, natürlich kann natürlich aus einem einzigen Freund auch vielleicht ein bisschen mehr werden. Wie gesagt, das hat Vor- und Nachteile, das müssen Sie selber entscheiden. Zuvor, in der Zwillingsschütze-Phase, wurden Ihr sechstes und Ihr zwölftes Haus beleuchtet. Da haben Sie auf Optimierung im Alltag gesetzt, ja. Ihre Gesundheit wurde wichtig oder die Ihres Partners auch. Vielleicht haben Sie sich auch von Menschen oder von Themen ein für alle Mal getrennt, ja. Und jetzt sollte ja Ihr Herz Priorität bekommen, ja. Sie könnten dafür auch wirklich beneidet werden, ne? Bei allem Glück, ja. Erzählen Sie nicht alles jedem und erzählen Sie nicht alles weiter. Ja, nicht alle freuen sich für Sie. Behalten Sie das Schöne in dieser Phase auch gern für sich selbst. Ja. Den Neid anderer sollten Sie nicht unterschätzen in dieser Zeit. Außerdem könnte die Zahl 4 von spiritueller Bedeutung sein. Die Koransure, die Buße, Sure 9 sei Ihnen außerdem wärmstens empfohlen. Passt für Ihre neue Phase. Und zum Abschluss kommen natürlich auch noch mal ein paar Zeilen von Rumi und mit diesen wirklich alles, alles Liebe. Bis dann. Liebe Wassermänner, ja, die Mondknotenpunkte auf der Stier-Skorpion-Achse, ja, beleuchten Ihr astrologisches viertes Haus, der Skorpion, ja, beleuchtet Ihr zehntes Haus, das Haus gegenüber. So. Zum vierten Haus, ja, gehören Lebensbereiche wie Haus, Wohnung, Ihre Familie, finanzielle Sicherheiten werden beleuchtet, vielleicht auch Ihre Abhängigkeit von Zusagen Dritter, ja, insgesamt sehr nachbarschaftliche Themen können aufkommen. Ihr Aussehen, Ihr Körper, Ihre Ernährung, auch Ihre emotionale Welt wird beleuchtet und insbesondere auch weibliche Personen. Und ja, diese Bereiche insgesamt stehen nun wirklich unter Wachstum. Hier liegt Ihr Potenzial, hier steigen Sie auf. So. Der südliche Mondknoten im Skorpion beleuchtet die Lebensbereiche in Ihrem astrologischen zehnten Haus, wie gesagt, Beruf, Karriere, Ihre Selbstständigkeit, ehrenamtliche Aufgaben, Ihre öffentliche Rolle, Ihr Ansehen. Eltern, ihre Eltern oder Elternschaft, ja, Ehepartner, die Männerdomäne auch und ja, Behörden und auch Polizeiangelegenheiten, ja. Hier werden Sie ja gefordert, hier müssen Sie Veränderungen in Kauf nehmen, Korrekturen vornehmen, Opfer geben, ja. Der Fokus liegt aber eben auf ihrem Zuhause, ihrer Familie, auf ihrem Wohnraum, ihre emotionale Welt. Ja, viele werden von zu Hause aus arbeiten vielleicht, ja, Optimierung am Arbeitsplatz einführen, die einem das Arbeiten zum Beispiel erleichtern. Ja, andere werden vielleicht mehr familiäre Züge innerhalb des Arbeitens zulassen. Ja, konkret am Betriebsklima arbeiten, Familienunternehmungen aufbauen. Ja, also je nachdem, wie alt sie sind, werden einige vielleicht auch oder werden Sie auch vielleicht umziehen, weiter weg vom elterlichen Haus, eine eigene Oase errichten, ja. Vielleicht auch eine eigene Familie gründen, statt nur auf Karriere aus zu sein. Also Prioritäten können sich ändern. Oder, ja, man versucht, ja, diese beiden Pole einfach, ja, harmonischer miteinander zu gestalten, ja. Sie könnten auch die Lust verspüren, einen inneren Ruf verspüren, ja, pilgern zu wollen, ja, sich mehr mit ihrem Glauben, mit ihrer emotionalen Welt zu beschäftigen. Auch Träume werden intensiver und könnten sie hingehend leiten, ja. Vertrauen Sie diesen, ja, die möchten Ihnen jetzt viel sagen. Haben Sie vorher stets an einer Art der äußeren Fassade gearbeitet, gilt es jetzt, die innere, die emotionale Welt zu managen, ja. Erinnern wir uns auch nochmal in diesem Zusammenhang an die Karma-Phase zuvor, ja. Da war da in der Zwillinge-Schütze-Phase. Da lag der Fokus ja auf ihrem fünften Haus. Auch ehrenamtliche Belange können sie beschäftigt haben oder sie mussten eben aus einer Gruppe heraus eben glänzen, die Flagge in der Hand haltend, ja. Sie lernten manche Dinge auch ein bisschen leichter zu nehmen, verspielte an bestimmte Dinge heranzugehen. Kinder können sie sehr geprägt haben. Kinder suchten und fanden sie förmlich, ja. Vielleicht können, sich ihre persönlichen Wünsche auch verändert haben, waren risikofreudiger, spontaner. Sie lernten viel stärker auf ihr Herz zu hören, ja. Next step. In der neuen Karma-Phase
Ja, nicht die materielle Fülle und die vielen, vielen Titel sind Luxus. Luxus ist viel mehr, auf all das verzichten zu können, ja. Mal was zum Nachdenken für Sie. Die Koransure der Erfolg, Sura 48, Vers 24 bis 29, kann ich Ihnen dann nur wirklich wärmstens empfehlen, ja. Da geht es auch um, ja, eine Art seelischer Zustand, der hier wirklich wunderschön beschrieben wird, ja. Außerdem folgen natürlich auch noch schöne Zeilen von Rumi, die ich Ihnen ans Herz lege, und mit diesen wirklich alles, alles Gute. Liebe Fische, der nördliche Mondknoten wechselt nun in den Stier, der südliche in den Skorpion, zum nördlichen Mondknoten im Stier. Ja, dieser beleuchtet die Lebensbereiche in Ihrem astrologischen dritten Haus. Es geht um Bildungsbelange, Einstellung, Kommunikationskünste, Lernen, Denken, Schreiben, Sprechen, ja. Internet, Public Relation, Mediennutzung, Reisepensum, nachbarschaftliche Belange. Nur das geht um Ihre Geschwister oder geschwisterähnliche Personen, ja. Diese Bereiche stehen nun unter Wachstum. Hier liegt ihr Potenzial. Hier steigen sie auf. Der südliche Mondknoten im Skorpion beleuchtet die Lebensbereiche in ihrem astrologischen neunten Haus, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Internet, auch Rechtsangelegenheiten, ja. Es geht auch um Bildung, um Horizonterweiterung, um Reisen, ja, fremde Kulturen, Rituale, Auslandsangelegenheiten, um ihren Glauben, auch um romantische und moralische Zonen, ja. Geht auch um ihre Spiritualität, um ihre Träume. Und ja, hier wird es ein bisschen unruhig, intensiv, ja. Hier werden sie einiges noch dazu zu lernen haben, vielleicht auch Korrekturen vornehmen, ja. Hier sollten sie hellhöriger und sensibler reagieren, ja. Karmische Erlebnisse können sie sehr herausfordern, ja. Doch liegt in diesem Prozess wirklich ein goldener Schlüssel, den auch nur sie selbst finden können. Worum geht's hier nun, ja, mit dieser Stier- und Skorpionkraft? Wir Astrologen können Ihnen ja nur Möglichkeiten aufführen, ne? Also hauptsächlich um das Lernen, Sprechen, Ihre Stimme, die Sprache, die Sie nutzen, um Ihr Wissen, alles Gelernte weiterzugeben. Ja, Sie könnten mit Lern- und Lehrtätigkeiten beschäftigt sein, auch eine Art Sprachrohr werden, ja, den Klang der eigenen Stimme neu lieben lernen, sozusagen auch. Sollten aber vorsichtig sein, wann es gut ist zu sprechen und wann es eben ratsamer ist, ja, zuzuhören, weniger zu sagen auch, damit sie sich nicht vertun, ja, versprechen oder zu impulsiv aufdringlich wirken, ja. Dinge kaputt reden, ja. Statt manches, ja, im Raum stehen zu lassen. Manches muss auch mal wirklich unkommentiert bleiben können, ja. Was Ihnen in diesem Prozess helfen wird, ja, das Ausland, Menschen aus dem Ausland könnten wichtig werden, ja, für neue Prozesse, die sie bald angehen werden, ja, auch ein Studium, eine Art Organisation, Vertriebsarbeiten, ihre öffentliche Performance, Internetbelange könnten wichtige Felder sein. Also all diese Bereiche können unglaubliche Zustände annehmen auch, ja. Der Skorpion im neunten Haus macht unglaublich auch talentiert, stark, sehr kreativ, spirituell. Glaubensbelange, Religionsfragen könnten natürlich eine Rolle spielen. Sie werden vielleicht merken, wie spirituell sie wachsen, ja, aufgehen, Dinge anders sehen plötzlich, so plötzlich, wow, ja? Und die Zusammenhänge erkennen und verstehen, ja, Gemeinsamkeiten erkennen statt Unterschiede und werden dies vielleicht sogar auch predigen, ja, Prediger werden eben, ja. Und wenn nicht, ja, auf der geistigen Ebene, dann könnten vielleicht eben auch Beziehungen romantischer Art wichtig werden. Auch eine Liebschaft im Ausland könnte der Motor werden für eine neue Entwicklung in ihrem Leben, ja. Natürlich auch Krisen- und Sinnfragen wären möglich, die sie zwingen könnten zu handeln, ihren Blick zu bestimmten Themen zu ändern. Sterbe- und Werdeprozesse wären denkbar, die ihnen letztlich aber ja nicht schaden, sondern sie stärker werden lassen, letztlich Sicherheit auch schenken. Ja? Langfristig gesehen können sie vielleicht auch ja mehr regional interagieren,
mehr unterwegs sein, einfach mobiler sein, ja, privat könnten Belange mit ihren Geschwistern auch aufkommen, wichtig werden. Wo sie Ängste hatten, könnte hier mehr Stabilität aufkommen. Stier im dritten Haus schenkt letztlich Stabilität, ja. Ruhe in allen Belangen, die das dritte Haus beleuchtet, ja. Also, mal ein kurzer Rückblick vielleicht an diese Stelle. Zuvor in der Karmaphase Zwillinge Schütze, ja. Da wurden ja ihr viertes und zehntes Haus beleuchtet. Da haben sie ihren Fokus ja eher auf das Zuhause gerichtet, ihre Familie war wichtig. Manche opferten Karrierebelange, ja. Auch Menschen und Belange mit dem Ausland wurden wichtig vielleicht für sie, ja. Oder ihr Ehepartner erlebte berufliche Veränderungen und sie beide verbrachten mehr Zeit daheim, ja. Haben renoviert, ja. Mindestens ein neues Möbelstück wird sicherlich sich verändert haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. So ganz so, als hätten sie verstanden, dass das Zuhause, ja, und die Arbeit sich ergänzen müssen, ja, sich nicht im Weg stehen müssen. So. Und so sollen sie auch ja die kommende Phase angehen, ja, an beiden. An zwei Seiten schrauben, um das Beste herauszuholen. Ja. Die Koransure, das Vieh, Sure 6, ja, Vers 95 bis 99, kann ich Ihnen wirklich nur wärmstens empfehlen. Genannt werden Vorbilder, Gesandte wie Abraham, an denen man sich orientieren kann. Und ja, einfach nur zu empfehlen, ja. Es folgen nun außerdem auch Zeilen von Rumi, die ich Ihnen ans Herz lege. Und mit diesen wirklich alles, alles Gute, liebe Fische.